Sonst hilft Lett immer noch einen guten Einfall, wie ich irgendwas machen kann, aber. Ich scanne die nächste Festplatte. Ich sehe es. Wie du Oh, siehst aber es. gerade habe ich keine gute Lösung gefunden fürs Tanken. Weil ich habe irgendwie schon Bock, überall so Container zu sagen kann, ey, hier ist Sprit, hier ist Sprit, hier ist auch Sprit, hier kannst du Sprit Es nehmen. reicht, wenn es am Hub ist, Alter. Ich weiß ja nicht, warum du überall sowas bauen Weil willst. das dann bei den Tankstellen genannt entspricht, weil ich Bock drauf habe. Sagen, ey, ich Ja, habe aber es ist mir halt überall. übelst unnötig. Ja, oh! MK4-Bänder innerhalb der Anlage sind auch nicht unnötig, oder was? Wieso? Wenn ihr es ausreizen? Und Kupfererzschrein ist nicht unnötig? Naja, soll ich machen? Das wegcraften lassen? Scheiße, oder? Wenn er Gegenargument mehr hat. Ja, warum soll ich dafür ein Gegenargument? Das ist einfach eine dumme Weil Sache. deine Kupfer. Ja, wo soll ich das hinpacken, wenn da keine Kiste ist, du Genius? Bei den Schmelzöfen, da ist auf jeden Fall noch Luft drin. Ne? Warum Ja, hast du da. mag sein, aber da ist keine Kiste. Warum pufferst du das da nicht mehr? Warum? Es geht so rein, wie ich es brauche. Ah ja. Vor allem. Warum sehen die Schmelzöfen so komisch aus? Hey, what the fuck, Alter? Warum sehen die denn so komisch aus? Wie komisch. Guck dir mal im Stream, das ist doch kein Schmelzofen mehr. Das sieht richtig komisch aus. Ja, weil du so weit weg bist. Ja, aber warum nehmen sie den Schornstein weg? Nur den Schornstein. Ey, wenn sie den Partikel wegmachen, okay, verstehe ich, macht das aber den Schornstein? Ich meine, beim Container fehlt ja auch nicht eine Wand oder so. Das macht ja keinen Sinn. Beim Bohrer ist ja auch alles da. Aber beim Ofen wieder Schornstein. What the fuck, Alter? Sieht richtig komisch aus, so ein Schornstein. Wie können wir jetzt schon wieder. Nee, ich sag aber nichts dazu, einfach ruhig bleiben. Genau dein Ding. Diese Maschine frisst einfach so viele Kabel, es kann nicht wahr sein. Als ob. Die hat immer noch Kabeldefizit. Ich habe gerade zwei Maschinen mit Kabel gebaut. Ja, wie viel Sie Kabel waren das braucht ihr voll denn? ausgelastet. 801 pro Minute? Dann ist klar. Ja, 20 Kabel die Minute. Er produziert 30, das wird einmal gesplittet. Ja, das müsste doch trotzdem noch genug Das sein. sind 15, wenn es gesplittet wird. Ja, ich habe zwei Maschinen gebaut, habe ich gesagt. Die gesamt zusammen 30 herstellen? Nein, 60. Das hast du nie gesagt, deswegen wusste ich das nicht. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe zwei Maschinen. Ja, dann hast du die 30 Kabel erstellen. Da ging ich davon aus, okay, 30 Kabel ist die Gesamtkapazität. Ich sage aber nichts mehr Hä, dazu. das hast du halt kacke formuliert einfach. Ja, ist gut. Kritikunfähig. Aha. Hä, what the? Hä? Steven? Ja. Du weißt, dass du beim Gummi ein MK1-Band drin hast? Wo? Ganz aus der Kiste raus? Ja, weil du das da hingebaut hast, habe ich mir gedacht, ja, das muss so sein. Ich habe das bloß gemacht, damit du siehst, welches Item drin liegt. Okay. Ich dachte, das muss so sein, deswegen. Nein, ich habe das gemacht, damit man schön sieht, welches Item drin liegt. Weil es staut sich oben schon der Gummi, ja? Das ist halt ein bisschen kacke. Tja, Jetzt pick schon ab. kannst dafür, wenn du es so baust. Du hättest einfach deinen Kopf anmachen können und Aber sagen, jetzt bin ich wieder oh, da schuld. liegt auf einem, da liegt ein MK1-Band. Vielleicht ist es nicht beabsichtigt. Ich könnte hier einfach nachfahren, wenn ich Rückgrat hätte, aber. Oh nein, ich hab kein Rückgrat, da war ja was. Toxic, Alter. Surprise, surprise, ja? So toxic. Am Arsch toxic, Alter. Oh no, wir sind auch. Wir müssten eigentlich einen richtig fetten Punktebus jetzt kriegen, aber wir jetzt übelst viel Gummirad schreddern. Ja, das ist Gummi, Alter. Es wird wahrscheinlich so weitergehen mit 5000. Das ist sogar auf 3900 plus. Das wird locker jetzt, ich sag mal so 7000 wird es bestimmt schon bringen jetzt, wenn wir halt Laste des MK3 aber komplett ausgabe mit Gummi. Ich hab da MK4. Ja. Gummi hast du MK3 gezogen, Steve. Ich dachte, das soll so sein. So, ja, okay. Ich baue fucking MK4, das juckt mich doch, Alter. Juckt mich doch überhaupt nicht, Alter. Sicher? Ja. Okay.
Liegt ja halt ein scheiß MK4-Wand. Der ist mir auch egal. Okay, gut, das macht auch Sinn, weil das baut halt oben sonst nichts ab, ne? Das baut sich halt langsam ab, weil die Bänder halt alle langsam sind. Das MK3-Wand langsam ist. Willst du ein Gewehr haben? Jo, oder ich will auch alles rumballern. Halt alles rumballern, ja. Ich muss kurz gucken, wie teuer Munition ist. Ja, 7, ne? Du so, ah, das bringt locker bloß 5000 Punkte, ja. Wir haben gerade 13.000 Punkte als Peak gerade, ne? Und das war bloß das MK3-Band. Und? 13.000, ja, anstatt 5.000. Schredder Gummi, hä? Was bist du für ein Mensch, hä? Ja, weil man könnte auch was Cooles draus craften, aber geht nee, ja momentan nicht. Weil? Uff, schwer. Das ist übel aufwendig. Und die Patronen nicht, oder was? Ja, die Patronen, ja, das Gewehr an sich ist voll billig. Was? Man kriegt bloß 5 Schuss raus? Das, ja. Das automatisieren wir. Ich meine, für 5 Schuss, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Ach. Was ist das für ein Gewehr? Ja, das ist doch übelst lang zu craften, Alter. Hat er eine Magazingröße von 10? Das muss ja übelst stark sein, Alter. Wer weiß. Boah, ich will nicht sagen, ne, aber das Magazin sieht aus, als hätte er eine Wasserwaage genommen und haben einfach ihr Logo draufgeklatscht, ja? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Sieht einfach aus wie eine fucking Wasserwaage. Okay, Steven, ne, du dachtest so, Gummischredder, wir machen gerade 25.000 Punkte die Minute, ne? Trotzdem noch ein Ticket die Minute. Das ist nicht ein Ticket die Minute. Echt? Ja, als ob wir 25.000 Punkte bloß für ein Ticket brauchen. Nee, ja gut. Das ist bei 80.000. Und die Hälfte weg, also 160.000 brauchen wir Punkte. Billig. Wir sind über 27.000, weil du irgendwas anderes hast, Schredder, denke ich mal gerade, ne? Ich hab nichts reingepackt. Also, ist da irgendwas im Schredder drin? Ich weiß nicht. Nö, der ist leer. Schon ziemlich lustig, wie das ganze Gummi hier durchflitzt, ey. Kunststoff steckt sich aus, Steven. Willst du deinen Überschuss auch schreddern? Wie Überschuss? Von Kunststoff. Nee. Weil? Ich muss kurz gucken, wie viele Supercomputer wir haben. Also ich meine, der erste Container ist halt voll mit Kunststoff, ne, schon. Oh shit, Alter, Supercomputer sind ja voll wenig. Ja, sind halt Supercomputer, ne, die sind halt super, ne? Ja, wir haben erst 117. Sind halt Supercomputer. 117 ist halt schon echt eine Menge, muss ich mal sagen, ne? Ja. Steve, was hast du geschreddert, Steven? Wieso? Wir haben gerade 126.000 Punkte die Minute, was hast du geschreddert? Ich hab meine Wetter aufgeleert. Du bist ein alter Idiot, Alter. Was hast du wieder reingeschmissen da? Billiges Zeug. 126.000 Punkte garantiert. Quarz-Oszillatoren-Stack, Stack-Computer, Stack-Platin. Nein, ich hab Highspeed-Anschluss und KI-Begrenzung. Ja, warum? Digga, wir haben eine halbe Kiste voll davon. Ja. Und ob das jetzt was ausmacht, weil du so ein ja, weil du so ein fauler Arsch bist, genau das Prinzip, Alter. Oh, jetzt die 3 Schritte, wo es hergestellt wird, neben dem Hub, da hinzulaufen, das wegzupacken. Boah. Ah, ich schmeiß es einfach in den Schredder. Naja. Machst du doch auch, oder? Mach ich nicht. Ja, bei dir bekommt man das bloß nicht mit. Ich verkraft es einfach immer. Alles denn. Will ich das verkraften? Irgendwas bauen, was es braucht? Sinnloses Zeug bauen, gute Idee. Besser als sinnlos zu zerstören. Ja, ich schredder es ja, ist ja nicht sinnlos. Ah ja. Ja. Es wackelt ein bisschen. Erstmal im Wetter auslernen, erstmal schreddern. Ja, komm hier, Quarzoszillatoren braucht man nicht. Ja, Stator braucht man nur nicht. Du musst nicht alles laut sagen, was du schredderst, zumindest ist mir relativ egal. Also ich meine, das laut sagen macht es halt irgendwie nicht irgendwie besser oder so. Ich denke MK3 mal hin. Ja, MK4 macht keinen Sinn. Das ist absolut unnötig. Das wäre so wie, Das wäre so wie, KI-Begrenzer schreddern, ja. Übelst dumm. Hast du, hätte ich ja echt, ich hätte es nicht besser formulieren können. Achso, eine Kiste hat 2400 Kapazität, habe ich gerade rausgefunden. Wie? Gezählt.
Und wie in echt? Gezählt? Wahrscheinlich, weil du F auf eine Kiste gedrückt hast. Nein, niemals habe ich F auf eine Kiste gemacht. Also natürlich 100 Items. Wenn du natürlich Blätter reinschmeißt, kannst du natürlich mehr lagern. Fünfmal so viel, ne? Logischerweise. Warte mal. N. 2400 mal 5. Ja, 120.000 Items. Alle wegschreiben und immer einen Punkt kriegen pro Item. Easy, Alter. 120.000 Punkte, Alter. Das wäre vielleicht ein Ticket. Mehr aber auch nicht. Nö, ist nicht mein Ticket. Also die kriegen garantiert mehr als einen Punkt, die Blätter. Nee. Wir wollen immer nicht, dass die Überschuss auf der, aus der oberen Kiste absieben mit Gummi, Alter. Wie viel Gummi haben wir bitte? Kannst du Dings gucken? Was das heißt denn Dings gucken? Forschungstisch meine ich. Wegen neues alternative Rezept. What haben wir gebaut, Alter? Ein Radarturm? Ja. Was macht das? Ist das auf Englisch alles die Beschreibung? Das ist genauso wie der andere Scheiß, Alter. Was denn? Nein. Das öffnet die Map, damit du mehr von der Map siehst, wenn du M drückst. Oder Z. Genau, doch, Z war es. Ist doch cool. Jo, warum nicht? Auch alles ablaufen. Hm. Klar. Und dann läufst du alles mit ab, weil sonst siehst du es halt nicht, ne? Jetzt guck mal in den Forschungstisch. Bin doch schon drinne. Okay. Auf jeden Fall natürlich Zement, natürlich, ne? Weil wir zu Gummi haben. Nein, und auf jeden Fall auch kein Kunststoff, also versteckter Rahmen. Alles andere macht keinen Sinn. Kunststoff kriegen wir genug. Warum, Alter, davon habe ich über eine Kiste vor. Ja, aber was soll ich, warum soll ich denn Kunststoff damit craften aus Gummi und Treibstoff? Das macht halt auch überhaupt keinen Sinn, Alter. Hey, Beton haben wir mehr. Ja, dann nimm die scheiß Rahmen. Ja, weil alles andere macht keinen Sinn halt. Warte mal, wie werden die mit Stangen. Ja, das ist doch noch dümmer. Die Stangen musst du zu Schrauben craften. Das ja, ist anderes. Aber wir haben billiger. Wir haben ein besseres Rezept für schnellere Schrauben, ne? Haben wir? Achso, ja. Ja. Ja, trotzdem, Alter. Willst du lieber Gummi mit Kalk vermischen, um Zement zu bekommen? Ja, nee, dann nimm die scheiß Rahmen. Ja, ich weiß, alles sind Kacke, wir nehmen jetzt aber die Rahmen. Ja, gut, jetzt kann ich ja nicht weiter forschen. Forschung starten. Jugend forscht oder was? Ich hab gerade die programmierte Waren Splitter gemacht. Wie lange dauert das zum Forschen? 8 Minuten. Oh mein Gott, Alter. So lange habe ich heute oder Kuddel habe ich heute nicht, ne. Wo führe ich am besten die Trasse mit dem Sprit lang? Die Sprit-Pipeline. Links. Aha. Jürgen, was brauchen wir für anderen? Gummi und verstärkte Rahmen. Wie viele? Äh, 50 verstärkte Rahmen und 300 Gummi. Okay. Ach, Steven, die Kohlekraftwerke brauchen wir auch gar nicht mehr, oder? Alle können wir ausschalten. Na klar, easy aus. Ja! Ja! Das wäre das Dümmste, was du machen könntest, Alter. Wieso? Mit. Weil wir dann keine Energie mehr haben, dann nichts mehr läuft und die dann auch dann richtig Probleme haben. Ja, das weißt du ja nicht. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Das kann ich dir sagen, Steven, weil ich nicht dumm und rechnen kann. Das denkst du jetzt nur. Das ist Propaganda der Regierung. Das macht halt in diesem Zusammenhang überhaupt gar keinen Sinn, Steven. Das ist so, als wenn du jetzt Lügenpresse schreiben würdest, ja? Art mit Käse mischen ist genauso dumm. Können einfach Toastbrot mit Wiener und Ketchup mischen, ist genauso dumm. Ja, ich weiß, übel das dumm. Er baut einfach ein MK4-Band dran, ich glaub's. Ein Schredder? Ja. Ja, natürlich, Alter. Guck mal, das ist ja immer noch die Kiste oben, schaut sich immer noch. Ist ja unwichtig, obwohl, ob die jetzt leer ist, aber. Nein, aber staut sich ja da drüber schon in der Kiste. Und Kunststoff? Ist egal, das willst du nicht schreddern. Hab ich dir gesagt, hast du den Konto ignoriert. Hm. Was dann? Den brauch ich noch! Das war das.
Wenn ja. Du siehst, die Bänder stauen sich. Ich hab ich dir gesagt, da kam nichts mehr dazu. Hast du wieder irgendwas anderes gemeint? Warum hast du so viel Gummi aus der Kiste rausgenommen da? Weil ich jetzt Gummi brauche? Was brauchst du denn mit dem Gummi? Willst du nicht die Geysire erforschen? Ich dachte, wir erforschen gerade noch die programmierbaren Splitter für 8 Minuten. Ja, richtig. Und? Darf ich die Ressourcen nicht mitnehmen? Davon dauert es jetzt aber noch 6 Minuten, bis es fertig ist oder so? Hä? Ja und? Okay, ich hätte auch Gummi mitgebracht. Abgehoben. Und nachher wärst du wieder nicht in der Nähe gewesen, dann wäre ich sowieso alleine hingegangen. Ja, genau so. Macht natürlich Sinn, ja. Anzeige ist raus, weil... Weil deswegen. Oh, steck jetzt in Scheiße. Hallo! Ey, Mister! Spritgeld! Ey, was für ein Spritgeld? Ja, wie viel er rausgefressen, Alter, wieder. Was für eine eklige Löcher, du ekliger Hurensohn, Alter. Wirklich, Alter. Und denn, wenn du nächstes Mal rumweist, frisst immer Löcher in die Kiste. Ja, dann gibt es. Dann gibt es Klopper, Alter. Du bist immer der. Warum hast du so Löcher schon wieder reingemacht, Alter? Du das immer machst. Ich mache nie Löcher rein. Das machst du in Minecraft schon, das machst du hier so. Absolut Unehre. Absoluter Untermensch, Alter. Wirklich. Ja, in Minecraft gibt es leider keine Förderbänder. Du gibst aber Kisten, wo du das auch machst. Finde ich nicht. Was ist? Was? In Minecraft gibt es aber auch Kisten, wo du das immer machst. Das ist so gut, oder? Nee. Und wie kriegen wir ein Defizit rein, Steven? Wie kriegen wir ein fucking Defizit in die Kiste rein? Ich weiß es auch. Der MK4 Förderlüft fördert langsamer als das Band fördert anscheinend. Weil was? Die Kiste war voll mit Gummibändern. Gummi. Ich habe einen MK4 mit runtergelegt, die auf den Splitter rauf ist ja egal. Die Kapazität ist ja trotzdem noch 470 Items. Aber jetzt mittlerweile, und das Band ist immer noch komplett voll der Förderlüft, sind wir schon noch bei, ist da eine Stack noch zu 75% voll, der letzte Stack. Ja, also irgendwie scheint der irgendwie langsamer zu fördern mit dem Förderlüft. Ist auch 480 Items machen. Nur so wie das Band, angeblich. Anscheinend liefert er trotzdem langsam ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Anzeige ist raus, Entwickler. Heute wird einfach freiweg angezeigt. Oh, das der Puffer ist aufgebraucht. Lol. Jo, wie ist er? Ich hab keinen Stahlbedarf mehr. Lost. 14.000. Gummi ist aber schon relativ viel wert zum Schreddern, ne? Wenn man 4 Schredder davon, dann bringt das halt gut Punkte. Gut, das ist nicht relativ viel wert, aber wir schreddern einfach 480 Items die Minute. Natürlich macht es dann viele Punkte, ja? Ja. Yeah. Warte mal. Wo ist denn Stahlbedarf? Hier, Stahlbedarf. Schredder. 480. 27.000 durch 480. Jo, Steven, ne? Ein Gummi bringt so um die 56 Punkte, ja. Ich glaube, das steht sogar in den Items dran. Hä, was? Oh nein, nein. Das war im Wiki denn. Okay. Ich kann sagen, also wenn du nichts anderes gerade schreibst, dann bringt das so um die 56 Punkte. Frag mich, wann dieser hässliche Sprengstoff endlich voll ist. Alter. Ja, da jetzt habe ich eine Augenbraue in dem Mikrofonpolz hängen gehabt, war richtig eklig. Dieser Sprengstoff ist endlich voll. Naja, fast. Über die Hälfte. Eigentlich kann ich die Biomasse-Generatoren abbauen, würde ich sagen. Nee, Alter, die sind wichtig zum Neustarten. Am Arsch. Wir machen jetzt voll den Strom aus. Die brauchen wir nicht mehr, weil wir eine andere Energiegewinnungsquelle haben, die Wasserkraftwerke nur veranlaufen lassen. Deswegen brauchen wir sie nicht mehr. Obwohl... Wir lassen sie da. Ja, macht Sinn. Hat die Internet Kollision? Natürlich keine Kollision. Ach man, wo liegt das jetzt lang? Die Tankpipeline. Hey, sag mal, ist hier irgendwas kaputt in diesem Spiel? Weil. Die Kabelbänder sind alle voll. Aber der verbraucht trotzdem so viel. Okay. Sims Legend. Die produzieren 30. 30, das sind 60 Kabel. Die 60 Kabel werden plus. Naja, ja, 90, ja. Also, dann, das heißt, hier sind 90 Kabel auf dem Band. Die werden einmal gesplittet. Das heißt, es sind noch 45.
Du kannst dich zwei teilen? Respekt, Steven, ja. 40? Die werden denn hier einfach hinzugefügt? Das heißt, sie müssten 45 Kabel die Minute ankommen. Achso, der braucht 125. Ja, los. Oh, so wenig! Ja, das ist ein bisschen sehr los, Steven, ja. Warum braucht er 125 Kabel pro Minute? Alter, was baust du da? Ist halt geboostet. Auf voller Stufe. Ja, du bist einfach ein Pferd, Alter. Wahrscheinlich gleich so ein Konstruktor oder sowas, ja, was riesen viel Strom zieht. Manufaktor, ja gesagt. Fabrikator, ja. Meine Fresse, die Namen sind ja gleich an, ja. Ein Fabrikator, schon erstmal geboostet. Oh ja, ich hab keinen Strom mehr. Hat sich jetzt alle Treibstoffkette lang, ey, wirklich. Selbst ungeboostet braucht er 50. Ja, das ist immer noch 5 in Defizit. Egal, habe ich jetzt alle Schnecken raus, dann mache ich 3 Schnecken mehr. Ja, macht halt keinen Sinn zu boosten, wenn die ganze Kabel fehlt. Und das ist die Lösung ist einfach, das einfach mehr bessere Respondents-App-Guides hinzubauen, ja? Wieso ist das im K4? Ah! Da ist wieder der Luxus hier da, der Sinnvolle, ja? Ja, genau, Alter, ich booste einfach die Kabel jetzt mit den Schnecken. Zum Thema, du musst doch die Mine boosten, weil du ja keinen Puffer hast. Wieso? Ist doch alles voll. Ja, aber wenn du halt jetzt zu viel ziehst, dann ist es halt relativ schnell wieder ineffizient. Ja, nee, ist schon alles auf Durchfluss. Ja, gut. Du musst halt einen MK2 mal hinstellen in dem Fall. Ist schon. Der ist geboostet? Leuchtet der weiß? Nein, leuchtet grün. Gelb leuchtet der. Ja, meiner beim Kupfer? Ah, nee, der ist doch grün, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Die eine Schmelze ist geboostet. Ja, die muss ja, die produziert ja für zwei, deswegen. Bei der werden ja zwei Konstruktor, deswegen. Kommt der hier zu 60, 60, 120. Alles schick, Steven, alles schick. Ja, alles kann noch man nicht kurz verbessern. Natürlich, du musst die Mine boosten, dann musst du die anderen auch boosten. Ja, so viele Schnecken habe ich jetzt nicht. Wo hast du denn 52 Schnecken hingepackt, Alter? Ich will Stahlbeton haben. Ja, das waren 4 Schnecken für den Stahlbeton. Irgendwie ja nicht. Wenn du das richtig gemacht hattest. Tut mir leid, Alter. Ich wollte nicht einfach. Tut dir gar nicht leid. Konstruktor nebeneinander bauen. Und Kohle musste ich auch das ganze Band upgraden. Aber das Band upgraden kostet keine Schnecke. Meine aber. Oh. Okay, ja. Ja, damit du weil der Miner. Ja, deswegen auch der Strom aus, weil du halt die Miner komplett hochgezogen hattest. Ja, so. Was absolut keinen Sinn gemacht hat. Hier. Alter, ich habe einen neuen Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, du dafür benachrichtigt wirst. Natürlich. Ich bin so geil, dass ich überhaupt nicht brauche. Oh, Fab, du schreibst gerade. Oh. Du Hund, folgst mir nicht auf Insta, jetzt bin ich böse, du und ignoriert mich auch noch. Ja genau, Würmer Fab, ja. Endlich was Gutes, eine Frechheit, ja. Einfach frech, oder richtig abgehobener Typ. Mit Lärm zusammenschlagen, den herzlichen Spasten. Warum soll ich dir auf Instagram folgen, Fab? Ich glaube nicht, dass du Content bietest, der mich interessiert, deswegen folge ich dir nicht. Hä, übelst billig, Alter. Motor, steckt der Rahmen und ein Supercomputer. Das ist doch nicht der. Das ist doch keine Unart. Mensch, stechen Preise, ja. Oh Gott, die Computer sind leer. Ich muss einen neuen Computer reinpacken. Pack erstmal einen neuen Computer in deine Wohnung, Steven. In dein Zimmer rein, bevor du da welche reinpackst, ja. Ja, du hast alle 5 Minuten Lags, ich nicht. Ich hab nicht alle 5 Minuten Lags. Standbilder. Richtig, ja, weil ich das scheiß Game hoste, ja. Weil es bei dir die ganze Zeit lecken würde. Nö. Einen guten PC, bei mir leckt's ja nicht. Ja, aber das Internet ist so kacke, dass es nicht laufen würde. Oha, wie jetzt wieder toxisch. Es ist halt einfach nicht toxisch, aber es ist leider die Wahrheit. Wenn du mir folgen würdest, wüsstest du, was ich zocke. Ja, das interessiert mich aber halt nicht, ne? Ich meine, ich bin genug beschäftigt mit dem zu überlegen, was ich danach den Spielen überspiele, dass ich einfach
Ich nutze gerne Instagram. Ich nutze bloß Instagram, um, wenn mir irgendjemand schreibt, und dann schreibe ich zurück und schicke ein Lach-Emoji auf irgendwelche zwei lustigen Bilder und dann war es das, ja. Oder schreibe mal drauf. Weil ich drauf ankacke, warum er eigentlich da ist, ja, aber sonst nutze ich ja kein Instagram. That's the problem. Muss ja auf der Computer so ineffizient, weil da Mist hier war da. Das wird zu langsam. Der was? Der Schmutz läuft zu langsam. Platin. Ja, nee. Der braucht 25, ist das nicht logisch? Ja, ich bin ab 7,5 oder so. Ja, weil der auch zu wenig Kupferblech kriegt. Ja, ne, Kupferblech fehlt überall in der scheiß Ding. Macht's ja keinen Sinn, das zu boosten. Ist geboostet? Ja, voll geboostet. Ey, das war super. Ja, und es war die ganze Zeit auf Kupferblech. Das hat so keinen Sinn gemacht. Ja, dann gönn ich dir auch keinen Twitch Prime. Hä, kriegt dein Twitch Prime nicht Leckmuschel? Ich meine, das ist dein Lieblingsstreamer. Ich dachte, dein Lieblingsstreamer kriegt deinen Twitch Prime. Also ich. Ich meine, wie gesagt, Fab, ne? Ich folge dir nicht, weil ich dich hasse. Ich folge dir nicht, weil ich dich hasse oder so, ja? Sondern einfach, weil es mir interessiert, was du machst. Logischerweise, wenn man folgt den Leuten, wo man sagt, ey, der Content interessiert mich und ich möchte das in meinem Feed sehen. Ich habe mir nicht gesagt, dass er mir folgen soll. Es ging um seinen Sub, Steven. Ach so. Ja? Und ich sag mal, oder ich sag, der Content finde ich lustig oder so, oder keine Ahnung, das kann ich irgendwie nebenbei hören, wenn ich einschlafe oder so. Aber das ist halt, weiß ich nicht, ich nutze, folge ich halt auch Kai, ich glaube, ich folge zwei Leuten oder so, ja? Deswegen ist es halt. Oh mein Gott. Der Programm. Macht eine Pause. Als ob der eine Pause macht. Wo hast du dein Gebäude? Ich würde gerne mal angucken, was man einstellen kann. Oh, macht er eine Pause? Wo bist du? Da hinten? Ich komm mal zu dir. Ich komm zu dir, okay. Den hast du in einer Sekunde abgebaut. Wieder 40 Treibstoff verbraucht. Alter. Er hat ein Kind. Oho, herzlichen Glückwunsch, Leckmuschel. Das wirst du wahrscheinlich nicht sehen, aber herzlichen Glückwunsch, ja. Ich bin hinter dir. Sieht aus wie ein normaler Splitter. So, ich möchte hier Kanister abgeben. Wow, wow. Aber man kann bloß mehrere festlegen, oder was? Ist so nice. Das war das? Mehr geht nicht? Wie? Ich dachte, man kann sagen, irgendwie, ich möchte so viel Prozent von den Items in die Richtung haben und sowas. Weißt du, ich meine, das wäre halt ganz geil, das wäre richtig geil gewesen, aber das geht ja nicht. Du sagst, ey, ich brauche jetzt die Hälfte Kupfer da und 20% in die Richtung, aber auch 30% in die Richtung, ja? Das wäre richtig geil gewesen, oder nicht? Das wäre schon also, nice. Das ist halt auch schon ganz cool, wenn du halt mehrere Items halt von einem Band sortieren möchtest, warum auch immer. Aber bis jetzt brauche ich das halt nicht, das Feature, ne? Brauch mal halt sehr selten. Vor allem ist es ja dumm, wenn das Band voll ist, geht's ja nicht weiter. Wenn eine Ressource voll ist, meinst du, ja. Ja, das ist richtig. Und ich mache das irgendwie in meinem Fall hinten, wo ich die Kanister zusammenführe von zwei verschiedenen Bändern und sage, ey, wenn es voll ist, dann führe die nicht weiter rum da und führe sie zurück, ja? Das macht zum Beispiel Sinn. Aber das würde halt auch gehen mit einem ganz normalen Fließband-Splitter. Hm. Fällt mir gerade auf. Warum hab ich das so gebaut? Hey, das geht mit dem fucking Splitter. Warum hab ich das so gebaut? What the fuck? Warum hab ich das so gebaut? Hä? Reach nicht rum wie eine Ente. Aber du kannst es... Was? Aber du kannst es gut machen, indem du, danke... für deine Ehre sagst. Plus Autokorrektur. Wie? Was ist denn Fab für ein Wort, Alter? Was soll der Autokorrektur da machen? Naja, er wollte seinen Namen schreiben. Er soll Fab schreiben. Ja, das verstehe ich, aber warum Fab? Das ist ja nur mal... Ja, ich weiß. Ich hab zum Beispiel auch von Waden zu dir geschrieben und irgendwelchen Blödsinn auch draus gemacht bei mir. Ja, also das ist einfach, wenn du halt irgendwelche komischen Wörter schreibst, macht er immer zu welchen absoluten Mist draus. Was soll ich mich, was soll ich wieder gut machen? Refs ist ja schon Fab. Das ist jetzt die Frage. Weißt du, was ich wieder gut machen soll, Steven? Deine Ehre. Ah, wegen was? Ist die kaputt? Entschuldigung angenommen. Okay. Nice. Ich habe keine Ahnung wie und aber... Ey, können wir nicht beschweren? Das freut mich doch. Wenn ich dich glücklich machen konnte, Fab.
Du hast es gesagt. Okay. Ja, das kann sein, als ich es vorgelesen habe. Hm. Ah, ich finde nicht immer alle Sachen laut vorlesen. Yeah. Ich würde gerne noch die Treibstoffpipeline, wie ich sie langlege, weil ich finde, die hatte ich absolut so langweilig, ein Fließband so wieder einzeln durch die Pampa kloppen, weißt du, ich meine, Steven? Dann leg die doch irgendwo auf meinen Bändern mit drauf. Ja, das Problem ist halt, ich kann halt auf dem bestehenden Fließband einfach keinen Jump in meinem Mast drauf machen, sondern ich muss einfach die komplett abreißen und die beide auf den Mast setzen. Dann mach doch ohne Mast. Darauf stellen mit dem, das sieht doch kacke aus. Das habe ich doch auch überall gemacht. Alles gut, und wo, was? Und wo bleibt Alien? Achso, Alien kommt danach, ne? Keine Sorge, ich hab nicht vergessen. Ich hab auf Instagram, wenn ich Alien spiele. Ich hab's nicht vergessen, Fab, ne? Nicht vergessen. Alien Isolation spiel ich danach auf jeden Fall. Ja, nach Satisfactory, ja. Aber Satisfactory ist halt erstmal, das wird so wie Minecraft, so wie es sich anfühlt, ja? Es ist so, es gibt halt so viel Content, ja? Den man hier entdecken kann, was man alles machen kann. Ich weiß nicht, ob Leckmusch auch schon mal Alien, Isolation, sondern Satisfactory gespielt, aber das ist halt einfach riesen viel, was du hier machen kannst. Darf ich fragen, ob du Kabel dabei hast? Ich glaube, ich habe Kabel dabei. Wie viel brauchst du denn? Unendlich. Nein, denn dafür bin ich dabei. Okay. Wo sind meine ganzen Kabel hin? Hast du bei Kabel geklaut? Ich habe 69 Stück habe ich noch. Na ja, gut. Ich spiele Watch Dogs. Nice. Welchen Watch Dogs? Teller 1 oder 2? Oder 9 Legends? Legion? Der ist ja noch nicht draußen. Ist der kommt doch erst im Dezember. Oktober nicht? Nee, wenn du wärst, ich weiß nicht, wo kommt das jetzt raus, ja. Eins. Hey, weil ich das gestreamt hatte oder weil er einfach dachte, dass er ist gerade viel auf Epic Games oder so und ich komme das einfach. Wahrscheinlich eher deswegen. Ich geh kurz auf Flo. Viel Spaß. Das sieht so ganz aus, wie wir es gemacht haben hier oben. Kann ich das ein bisschen größer mal hinkriegen und jetzt besser aussehen, denke ich mal. Ja, das sieht nicht mehr so verwahrlost aus dann. Wozu wir jetzt tanken? Ich will jetzt wirklich gerne auf zwei Positions ausbilden in den Sprit. Irgendwie da hinten hin. Weil aber auch keinen Sinn ist. Einfach muss ins Hub. Finde ich aber langweilig. Ich spiele auf. Achso, stimmt. Stimmt. Ja. Wir nicht mal einen stapelbaren Fetter was gemacht hat, der eklige. Wirklich, ey. Aber ich muss ihn, darf ich nicht zu doll meckern, weil er hat wenigstens versucht, es so umzustellen, dass es nicht im Fließband steht. Da bin ich schon mal stolz auf ihn ein bisschen, ja. Mal hier reinlaufen. Okay, nice. Wo führe ich jetzt meinen Sprit ab? Wie führe ich den am besten ab? Immer noch ratlos. Ich nehme so lange ziehe eine Zeit lang. Den hätten da durch. Am Weltraum läuft vorbei. Weil wir laufen die Strecke mal ab. Eine gute Strecke zu finden. Nicht, dass wir einen Baum sehen. Oh, kacke, wir kommen. Am Weltraum finde ich mich ein bisschen weit hinten schon. Ich muss schon wieder los herein. Okay, war schön, dass du da warst, Fab. Aber schade, dass du weg musst. Wo ist mein Twitch Prime Sub? Warum ist morgen? Uff, Alter, richtig abgehoben, gleich nach dem Sub-Battle. Nee, ja, da brauchst du dich, wenn ich magst. Ja, das ist frech von mir, wie immer, kennt man ja. Wenn du Geld magst, geil, Geld geil, ja. Oh, Steven wird gleich Geld geil schreien, aber. Steven war nicht da. Geld geil. Ich hab 112. Schade. 111 Jetpack-Treibstoff. Ich crafte die Kabel gerade alle per Hand, damit das hier ein bisschen schneller geht. Okay, nice. By the way, du hast meinen Geburtstag verpasst. Hast du mir gesagt, dass du Geburtstag hast? Ey, manchmal stimme ich auch, wenn manche Leute Geburtstag haben. Hab ich schon mal gemacht, ja? Also ist nicht, ne? Ey, ich hab's gewusst. Ich sehe nicht mehr jeden zweiten Tag. Der Sub ist schon vergeben. Aha, und trotzdem wollte ich mich entschuldigen, oder was? Anzeige ist raus. Aber trotzdem habe ich ihn verpasst, Steven, ja? Anscheinend. Du hast mir das nicht gesagt. Also, kannst du mich nicht anlasten, ja? Kannst du mich anlasten, denn, ja? Ja. Steht das nicht irgendein Twitch-Konto drin, ne? Wenn er seine echten Daten dort angegeben hat. Gucken, wie alt er ist. What the fuck?
18. Mai hat er Geburtstag. Macht keinen Sinn, Steven. Wieso? Das ist das Erstellungsdatum von dem Account, Alter. Echt? 18. Mai 2020 wurde das Konto erstellt. Folgt seit dem 8. August 2020. Und 18. Mai ist auch das, was in der Geburtstagsorte ist. Das ist richtig, aber bei Ref steht es genauso da. Ich weiß nicht, ob man nichts angeht, ob dann das gleiche kommt. Beim Geburtstag und erstellen. Ne, bei Ref ist es. Ref hat an einem anderen Tag. Nee. Ach nee, da wurde es doch erstellt wieder. Eh nicht. Ich verstehe es auch nicht. In der Geburtstag, das heißt natürlich einfach Geburtstag von dem Account. Wenn der Account sein Einjähriges hat, sozusagen. 27. September eigentlich, ja, so habe ich den ja schon lange verpasst. Ist ja schon ein bisschen drüber, meine ich letzten oh, Stream auch. Lange. Ich dachte, der war schon. Warte mal. 27 habe ich nicht gestreamt da? Ey, da habe ich gestreamt! Du warst einfach nicht da! Das war ein Samstag. Es war ein Sonntag. Fett, ja? Ich hätte sogar gratuliert im Stream, ja? Aber du warst einfach nicht da. Da ist das. Da ist that's the problem, ja? What I think. Ja? Das ist einfach das Problem. Also, das kannst du mir jetzt nicht anlassen, dass ich nicht gestreamt habe. Aber nicht zu mal. Ich stream immer zu den gleichen Zeiten. Ich kann nichts dafür. Hä? Vor allem, ich hab am Sonntag irgendwie von 15 bis 22, 30 oder so gestreamt, bis 23 Uhr. Auf jeden Fall übelst lange Stream, Steven, ne? Keine Ahnung, Alter. Das war der Factory Stream. Also ja. Als ob wir da schon das Factory gespielt haben. Hä? Letzten Sonntag? Ja. Ja? Wir haben das Wochenende durchgespielt? Digga, keine Ahnung. Ich vergesse mal, was eine Woche her ist. Das ist nicht mal eine Woche her. Ist ja schlimm, ey. Das ist eine. Wo warst du um 1 Uhr nachts? Digi! Da habe ich auch Satisfactory noch gespielt. Das ist einfach keine Ausrede. Ich war live. Thomas muss ich live, ja? Ja? Das ist einfach die Wahrheit. Das ist True Story. Ich habe bis 3 Uhr gestreamt, ja? Hä? Zwei Tage hintereinander einfach bis 3 Uhr. Ja? Das ist keine Ausrede, du kleiner Frechdachs, ja? Okay. Ja, muss man es haben. Habe ich mir jetzt verdient, ja. Ich habe extra gedacht, ey, war richtig traurig, so, ey, Fab ist nicht gekommen, der Marco und Markus nicht mehr, ja. Extra für dich als Titel reingemacht, Geburtstagsstream für Fab natürlich reingeschrieben, ja. Tja, einfach nicht, hat er gerade nö. Kommst du zum Space Lift? Hat er Ehre nicht gegönnt, ja, sag ich einfach so. Ja, was willst du denn da machen? Achso. Um den abschließen. Ich bin doch schon am Space, die ganze Zeit schon. Achso. Ich stehe jetzt auf dem Schreier drauf, weil ich immer noch leer, wie ich die Spritroute leer. Auf Ehre nächsten Monat. Oho, da bin ich auch gespannt, ob es auf Ehrenbruderbasis wirklich so passiert. Lass mich überraschen. Ich hoffe, ich habe genug. Ah, leck mich, 4 Stück. Oh. Ich überlege mal noch, wie ich die Spritlinie hier lang lege. Vor allem ist das ziemlich lustig, ja. Erstmal, ich nachts streame, ja. Und dann auch so, ey, du warst nicht leicht, so, echt mal leicht, ja. Ja, also, er sucht andere Gründe. Ja, aus. Und vor allem hat er diese Wochenende genau reingepasst, dass ich dann noch live war. Sonst bin ich nicht so lange live, weil ich einfach. So, Alter, irgendwann macht er Watch Dogs nach 6 Stunden, macht er Watch Dogs einfach keinen Spaß. Ich so, Alter, ich hab einfach, ist genug, ja. Aber hier so 11 Stunden, gönn er da immer weiter, ja. Man wurde einfach irgendwann müde, ja. Wir haben fast 12 Stunden Stream gemacht an dem Samstag, Sonntag. Ich war beschäftigt, aha. Geburtstag feiern oder was? Das ist keine Ausrede. Ich war live, ja. Das ist keine Ausrede. Jetzt sage ich, ey, Mutti. Geschenke brauche ich nicht, ich muss jetzt mal zu Roboter 112 auf Twitch gehen. Folgt alle Roboter 112, by the way, ja, auf Twitch. und muss jetzt mal sagen, ey, ich habe Geburtstag, wenn ein Geschenk kam, ja. Ich hätte sogar V-Bucks in Fortnite gekauft, ja. wie hieß er, V-Bucks? Ne, wie hieß er? Coins, wenn das Coins hört, ja. Der Coins wird traurig, ja. Ich war bei meiner Gang. Deine Gang? Okay. Er ist halt Gang-Mitglied, deswegen. Okay, ich verstehe. Schade, ich wollte jetzt einen Joke draus machen. Ich weiß aber nicht, wie die Gangs in GTA San Andreas mal heißen. Die Crips? Ja, wie sind denn die, wir gemacht haben?
Weiß ich doch nicht. Die Cubes sind aus South Park oder nicht, wo Timmy denkt, er ist in so einer Behindertengruppe und ist einfach ein Gang eigentlich, ein Straßengang, ja. Kennst du die Folge nicht? Das waren die Cribs, ja, das waren die Cribs, ja. Leckmuschel hat mir ein Ständchen gesungen. Ich dachte, er macht eine Pause. Ich dachte, du warst beschäftigt. Ja, das ist außerdem. Du verstrickst dich immer mehr in der Lügen, ja? Einfach lost, Alter. Also ich muss sagen, Lügen müssen wir noch mal ein bisschen üben, ja? Mami, ich hab dir Geld nicht rausgeklaut, um Fortnite V-Bucks zu kaufen. Das müssen wir mal üben, Lügen, ja? Aber vor allem, du bist ja bei Leckmuschel, bist du halt auch Sub-Ass. Mod, ja? Und Unsub, ja? Okay, wenn Rev Geburtstag hat, würde ich ihm vielleicht auch Geburtstagslied singen. Vielleicht. Kann ich noch nicht so ganz sicher sagen, ja? Gleich Copyright-Claim auf das Video bekommen, ja? Der hat Geburtstagslied ja gesungen. Wollen wir nicht hören, Copyright-Claim. Alle Einnahmen gehen an. Alle. Außer auf mich. Ein Stern. Halt die Fresse, scheiß Fortnite. Hallo? Ich weiß, dass Fortnite keck ist, ja, aber richtig eskaliert. Was machst du endlich gerade? Ich fliege ganz mit Jetpack drum rum und immer noch, wie ich diese Spur lege. Alter. Bist du wieder am Space, hast du wieder genug oder nee, noch nicht? Ich hasse Fortnite auch, Fab. Ich muss noch warten, bis das eine Ding muss nicht. Ich hasse Fortnite genauso, muss ich, neulich, Anfang des Jahres war er da, der hieß Coins, ja, und da hat wirklich 2 Stunden ganze Zeit gefragt, ob er V-Bucks kriegt in Fortnite, ob ich welche schenke. Ich so, nee, gibt's nicht, ja. Wir kennen uns gar nicht, kommst rein, willst du V-Bucks haben? Nö. Dann hat er aber wirklich über 2 Stunden gesagt, ey, gib V-Bucks zu Pferd, ja. Die ganze Zeit, er war sehr, sehr, sehr beharrlich, ja. Nicht gedacht. Ich hab ihn auf Discord getroffen. Ach so. Nee. Leckmuschel. Das ist ein Mann? Ja. Das ist ein Streamer. Ich dachte, dass das eine Frau wäre. Weil? Irgendwie so ein Frauenname. Leckmuschel! Das musst du jetzt erklären, Steve, warum Leckmuschel. Nee, das musst du jetzt. Das möchte ich jetzt klären, warum Leckmuschel als Frauennamen. Wegen Lecken vielleicht? Keine Ahnung, Alter, was du wieder da rein interessierst. Ich habe beschäftigt, weil ich bei dem Discord unterwegs war. Was? Bei dem Discord unterwegs? Aber warte mal, ich muss kurz stehen beim Lesen. Ich war beschäftigt, weil ich bei dem Discord unterwegs war, meine Gang. Okay. Ach, die war Discord. Ich guck selber gerade rein. MK5 Bänder, 780 Items, Digga, ich muss los. Atomkraft. Aluminiumschrott, wir können Aluminium holen. Was? Wir können die Schwefel scannen. Was ist das denn? Gelöstes Aluminiumoxid und aus Bauxit wird zur Herstellung von reinem Aluminium genutzt. Was? Müssen das irgendwie in Rohr passiert, wenn du auf Stufe 8 drückst? Genau, das ist bei dir. Man sieht komische Shit. Der Server ist meine Gang. Ah, okay, ich verstehe. Meiner MK3, oha, das ist so geil. Der Stufe 8 ist bei mir verbuggt. Bei mir auch. Turbomotoren? Oh, wir können endlich nach Quarz scannen, geil. Wir können Energie puffern, Steven! Batterie? Energiekrise gelöst, ja. Schutzanzug, sehr gut. Atom? Batterie? Batterie speichert eine elektrische Ladung. Sie werden hauptsächlich als Energiequelle verwendet. Müsste aber gehen, denke ich mal. Sieht aber nicht so aus, als ob das ein Gebäude ist. Puh, weiß ich nicht. Aber was braucht ein Turbomotor für einen LKW oder was? Ja, wahrscheinlich für irgendeine. Alles verständlich? Ja, ich denke schon. Dass deine Gang ist denn die auf Leckmuschels Discord-Server oder nicht? Ah, ein Jodfilter, das macht Sinn. Atom. What? Wie sieht das da aus? Wie abgespaced, Alter. Vor allem, wie riesig das einfach ist. Elektromagnetische Steuerung. Ummantelte Uranzellen. Uranpellet? Schwefelsäure? Was? What? Ich werde mal gucken, was ich bei den verstärkten Rahmen machen kann. Yep. Okay. Sehr schön. Was machst du? Ich guck mal, weil ich überlege gerade, das dauert, das ist wahrscheinlich Wochen. Müsst safe auf Aluminium erstmal grinden, ne?
Wolltest du nicht erstmal Treibstoff machen? Mach das. Sehr ruhig. MK5-Bänder, Alter. 780 Items. Ich überlege gerade, was ist Aluminiumoxidlösung? Müssen wir wieder. Na, ja, das werden wir doch. Oh, wir müssen dann dieses Dings runterführen, Steven. Dieses Koks, Petrol-Koks. Die bekommen wir doch allein offen gelassen. Petrol-Koks, joho. Wofür? Weil das zur Veredelung von Aluminium verwendet wird. War das nicht irgendwas anderes? Nein, das war das Petrol-Koks. Echt? Ja. Geil. Wahrscheinlich wirst du das irgendwie dann brauchen, weil du irgendwie Kühlkörper oder sowas. Oh, du brauchst die Kühlkörper fürs Atomkraftwerk. Also dann macht das einfach keinen Sinn. Aber was? Akkalat, Aluminiumplatten, leicht dünne, sehr beständiges Blech, das hauptsächlich für Produktion verwendet werden, die leicht sein und hohe Wärmeleitungen haben müssen. Oh nein, Steve, ich kann ja schon sagen, dass die Förderbänder Aluminium rauchen. Safe, Alter. Safe. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ja, also die Batterie ist kein Gebäude, das ist aber ein Item. Ja, siehst du. Ah, lol, Aluminiumschrott. Aluminiumschrott ist reines, aus Aluminiumoxid veredeltes Aluminium. Kann zu Aluminiumbaren für die industrielle Herstellung geschmolzen werden. Oh nee, Alter. Geschmolzen doch. Das ja, ist gut. Schmelze. Schutzanzug, aber Atomkraft? Oh, das wird interessant, oder? Aber das Stuff ist richtig teuer, den wir hier brauchen, ne? Es geht. Bloß halt diese verstärkten Rahmen ist das Problem gerade. Ich sag mal, Atomschutzanzug ist halt easy, ne? Weiß ich nicht. Alter, das ist übelst billig. 500 Gummi, 100 Superdraht hier, ne? Turbodraht. Und na gut, und 100 von diesen Aluminiumplatten. Aber Alter, das ist 100 Turbodraht und 500 Gummi, ja, das ist gleich easy. Die Aluminiumplatten, ne? So ja, aber das kommt jetzt als dritter Skill. Also da hast du schon die Produktion gut ausgebaut, denke ich mal. Weiß ich nicht. Atomkraft können wir auch schon alle Teile haben, Steven. KI-Begrenzer 50 Highspeed-Anschlüsse, 200 verstärkte Rahmen, das ist zu teuer. Schwere modulare Rahmen und 200 Computer, oh mein Gott, Alter. Atomkraftwerk verbraucht Nuklearbrennstäbe und Wasser, um Strom zu erzeugen. Produziert Nuklearabfälle, der über ein Förderband abtransportiert wird. Energieverbrauch wird automatisch reduziert, wenn möglich. Heißt also, das wird richtig aufwendig, das zusammenzubauen, denke ich mal, und richtig teuer, ne? Garantiert wird richtig teuer. Ne, ist Atomkraft, ist doch logisch. Ja, weißt du, Steven, du kannst ja jetzt, das ist ja kein Spoiler, wenn du, weißt du, ob das Uran, wenn du es im Fließband abtransportierst, auch Strahlenschäden verursacht? Ja. Oh, richtig Cancer, also musst du alles davon getrennt lassen immer. Du darfst doch nicht in der Nähe von den Bändern kommen, ne? Also. Na, wie bei, ja klar, wie bei der Quelle. Ja. Also müssen wir alles halt weit, weit außerhalb bauen. Na, nicht weit, das ist, keine Ahnung, 30 Meter oder so. Ja, also schon weit, aber guck mal, wie viel wir gebaut haben. Wir brauchen jetzt nicht direkt an der Basis Atomkraft bauen, hinbauen. Wenn du noch weiter bauen willst. Das macht sowieso keinen Sinn, weil das, glaube ich, Wasser braucht. Scheiße, es gibt eine Wasserquelle hier, ne? Ja, ist doch kein Problem, kannst du Wasser hinleiten. Oben ist ja auch noch Wasser und riesen viel Platz, oder? Ja, wenn frage, wie viel verstrahlt es halt, ne? Ja, es ist nicht dauerhaft verstrahlt, es ist immer bloß punktuell halt für jedes Item. Aber wenn ich es wieder abbaue, baut sich die Strahlung wieder ab, meinst du? Ja. Ja, ja. Das macht Sinn. Nee, aber ich sag mal, weißt du genau Range? Nö, ne? Ich würde einfach provisorisch 30 Meter sagen. Ich sag mal so, es ist aber halt übelst dumm, nicht dumm, aber Cancer ist, fühlst mal auf den Berg auf, du musst einen extra Aufzug bauen, der von dem anderen weit genug weg ist und die ganze Trasse weit genug wegführt. Alles Wasser und Fließbänder können wir doch irgendwie eine Seite vom Berg hoch. Ja, das ist halt das Problem. Wasser ist nicht das Problem, aber wir können halt bis halt das so weit wegbauen, das Fließband halt, ne? Das müssen wir alles halt weit davon getrennt lassen. Deswegen können wir eine Seite vom Berg lang führen. Ja, das müssen wir irgendwo einen extra Weg hoch machen. Ja, müssen wir halt so oder so. Das müssen wir, das ist aber nochmal ein extra Weg. Oh, oh. Ist auch so schwer, so eine Treppe wieder hinzubauen.
bauen, die so crappy aussieht. Wie sieht wir bauen nochmal einen Zug hin. Einen Zug haben wir noch nie gebaut. Wir brauchen keinen Zug für Atomkraft hinbauen, Alter. Zug, Alter, hat man. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, den Berg hoch. Das muss wahrscheinlich wieder übelst so eine Schleifen hochziehen, weil er nicht so steil verankern. Geil, Zug brauchen wir. Laber nicht, Alter, für das aber nicht. Nee. Für Kohle irgendwann vielleicht, oder für Ressourcen, die sehr weit weg sind, macht das vielleicht Sinn, ja? Alles weit weg. Können wir jetzt endlich schon scannen danach? Ach, nee. Nein, aber ich meine, so sehr weit weg, sowas wie, wenn wir jetzt weitere Kupferquellen haben wollen oder sowas. Die sind da relativ weit weg jetzt mittlerweile. Oder du willst neue Ölquellen haben, dann würde ich auf jeden Fall einen Zug ansetzen oder irgendwas, ja, denke ich mal. Das mit Rohleiten macht aber absolut keinen Sinn mehr, denn. Weißt du, ich meine? Ja. Wenn das dann nicht gerade auf dem Berg ist, würde ich es auf jeden Fall mit Zug bauen. Und das dann irgendwie zur Raffinerie oben mit hinleiten oder so, keine Ahnung. Wie ich das machen würde. Ich würde es nicht bauen für eine neue Raffinerie dafür, denn, weil das macht keinen Sinn, das da oben reinzuleiten. Das ist schon gut ausgelastet. Das ist gut ausgelastet, wenn du halt die Quellen hinten upgradest, macht es halt. Das ist Oma, das wäre damit aus. Also das ist halt genau und schön ausbalanciert. Mhm. Mann, ich habe noch keine Idee, wie ich jetzt den Dings hinsetze, den Treibstoff. Hier oben, das gefällt mir. Ich muss einfach irgendwie anfangen, sonst wäre ich nie mit fertig. Ja, du hast gefühlt die halbe Stunde nichts gemacht jetzt. Habe ich auch nicht. So, ist hier irgendwo ein Strommast? Da ist einer. Ja, kann ich einen MK3 bauen? Du hast jetzt immer MK3 Strombänder baust. Strombänder. Strommast sind raus. Das verstehe ich halt auch nicht. Warum? Warum? Wenn ich hier gerade 5 Maschinen anschließen will? Ja, gut, 5, ja, aber sonst so als Überlandmast macht es halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das stimmt. Bis wir unten lang, damit es ein bisschen ordentlich aussieht. Plus 12 sind 25. Du brauchst 30. Das wären 55. Und du produzierst 30. Ja, das klingt ja gut. Sieht keck aus. Die nicht so. So. So, dann baue ich jetzt einfach noch eine Schmelze hin. Ich habe kein Kupfer mehr. Lost. Kann ich einen MK2 Strommast bauen? Nein, auch nicht mehr. Das ist ein Keck jetzt. Das stimmt, das ist richtig Keck. Jo, und das sieht absolut kacke aus. Ich muss irgendwas anderes komisches abreißen, was ich hier nicht sehe. Oh. Die perfekte Gelegenheit gewesen, hier das zu kreuzen. Sonst sind wir in einer Klemme hier. So. Habe ich jetzt Kupfer? Nee, Alter, als ob keiner von diesen scheiß Dingern Kupfer hat. Muss ich jetzt zurücklaufen? Toll.
So. Yay. So. Ich laufe den ganzen Stream schon mit 3 Herzen rum. Jo, warum nicht, ne? Fuck, warum mach ich das da? Ich weiß ja, was mir nicht gefällt, aber es gefällt mir halt absolut nicht. Das finde ich, oh Gott, ich finde das ist todeshässlich. Das kann ich nicht so lassen. Das kann ich nicht so lassen. Viel besser. Ich würde es eigentlich hätten schon hochführen. Maul. Wird ich mal Danke sagt, ja? Ich bin beleidigt, warum soll ich dir Danke sagen? Weil doch vielleicht er möchte es gesagt. Wie du beweist. Mich nicht. Bitteschön. Wie ist das jetzt bedankt, ja? Hab ich gar nicht. Hä? Dankeschön. Was denn jetzt schon wieder? Gar nichts. Richtig toxic ist der wieder. Richtig, richtig toxic. Oh Gott, Alter. Ja, okay, das sieht jetzt schon dämm kacke aus, Alter. Puh, dann werden wir auf jeden Fall die Strecke wegnehmen, die und den Mast und einfach neue Mast erstellen. Das ist schon die maximale. Sieht da besser aus? Keine Ahnung. I don't know why it is so. Yeah. Chicken too sour. Keine Ahnung. Was ich erzählen soll. Aber Steven sagt auch nichts und deswegen ja. Ich muss mich gerade konzentrieren, tut mir leid. Lügenpresse. Hä? Merkst du, was scheiße ist, sowas, ne? Was das macht keinen Sinn, was du sagst. Richtig! Oder? Richtig! Das sag ich auch immer zu dir! Verstehst du es einfach nicht, oder? Ich glaube, du verstehst es nicht. Ich verstehe mich schon ganz gut. Ja, das bezweifle ich aber gerade ein bisschen. Dass du deine Aussagen verstehst, teilweise. Na, das weiß ich nicht. Na, das kann ich leider auch nicht beantworten, aber ich bin mir ziemlich sicher, wie es rüberkommt, dass du es selber teilweise nicht verstehst. Sicher. Wir müssen jetzt weiß hier. Ja, kein Defizit kriegen, weil das halt hier schnell reinschiebt. Ja, ja. So ein kleines Pferd, wir haben jetzt Sprit in der Basis. Bist du jetzt glücklich? Nicht ganz. Weil? Warum sollte ich? Weil du jetzt nicht mal hochhasseln musst wegen Sprit. Muss ich doch schon vorher nicht, oder? Inwiefern? Dann nicht unten neben deinen Liftkiste. Ja, da hast du jetzt einmal Sprit geholt bis jetzt. Na siehst du, dann muss ich trotzdem nicht mal hochlaufen. Oder verstehe ich da gerade was falsch? Mann, du musstest bis jetzt immer hochlaufen. Ich? Ja, bis auf das eine Mal, wo du dann das gleich leer gedrückt hast, weil du gebellt hast, dass ich runtergeleitet habe, ja? Okay. Meine Güte. Sonst muss ich dir mal was mitbringen, weil du keine Lust hast, weil du faul warst, hochzugehen. Das MK3-Bahn, das fährt irgendwie so langsam, das MK3-Bahn, finde ich. Ich muss noch eine Schmelze bauen, na toll. Aber ja, das ist MK, obwohl.
nicht irgendwo MK1 verbaut? Hm? Why? Ist hier eine Lücke? Löschen, löschen, löschen. Way better. Oh ja. Obwohl, vielleicht ist es noch besser. Kann man sich auch Treibstoff snacken halt einfach. Das geht natürlich auch. So, ich produziere jetzt 90 Barren. Das ist zu steil. Minus 30 ist 60. 60 Stück. Das sind 30, das heißt, die kann ich boosten. Passt perfekt gleichmäßig. Dann passt mit dem hinteren Band besser zusammen. Wenn es das Schick jetzt gerade ging, aber dann sieht es halt. Das gleicht sich besser der Umgebung an, finde ich. Oh, guck mal, ob das Lager oben schon, der und unten, ja, der Container schon ein bisschen leerer wird. Müsste eigentlich. Ja, klar. Also, Motoren, denke ich mal, haben wir schon fertig. Locker, ne? Ja, locker, Alter. Ja, die schweren. Nur die modularen Rahmen. Die schweren modularen Rahmen. Ja, das ist schwierig. Computer machen wir locker noch nicht genug. Doch, haben wir locker. 100 Stück? Jo. Meinst du? Ich hab 200 Stück bei den Supercomputern gerade reingepackt. Als ob. Also vor einer halben Stunde. Wo habe ich jetzt Computer hergestellt? Ist die Supercomputer neben den Computern hergestellt oder irgendwo anders? Wie? Die Supercomputer wurden hinten gestellt, stimmt. Also wir haben jetzt 78 Computer gerade. So, jetzt sind keine Schrauben mehr, jetzt sind wieder Stahlrohre. Und Stahlrohre, wo ist hier das Problem? Der. Aber es wahrscheinlich auch reichen einfach. Ja, ich rechne das jetzt mal nach. Er produziert 50. Jo. Perfekt. Die Maschine braucht 15. Perfekt läuft es jetzt. Also, 15. Perfekt her. 45. 75. Das heißt, ich muss mindestens 75 Stahlrohre produzieren, damit das flüssig läuft. Willst aber die du, schon den Kunststoffabfall auch schreddern oder nicht? Wie Kunststoffabfall? Nein, den Überschuss. Ja. Da kannst du aber nirgends was rausnehmen, wenn du was brauchst. So richtig. Na klar. Naja, aus dem extra Lagercontainer meine ich mit so richtig. Na, die werden doch trotzdem nachgefüllt nach einer Weile. Also langsam. Ja. Jo, das heißt, ich müsste. Ich habe wahrscheinlich keine KI-Begrenze mehr im Inventar. Brauche ich noch. Aber müsste man keine Splitter nicht upgraden. Schade. So, erstmal alles kaputt gemacht. Geil. Ja, MK4 Feuerluft, will ich gar nicht hier ranmachen. Der wird zu steil, wird mich verarschen, Alter. Warum ist das Feuerband, warum macht der Feuerband so steil? Wird wieder wirklich veräppeln hier, oder? Jeder wird wieder veräppeln hier. Er produziert 90, er braucht 75. Wie kann denn da jetzt ein Defizit entstehen? Warum ist das Feuerluft? Ihr dummen Da kann. Es geht die ganze Zeit auf einmal so, ich reiße ab, wenn aber nö, das ist zu steil. Oh, das ist ein MK1-Band, deswegen ist es so langsam.
Was ist hier zu steil? Hier ist nichts zu steil. Ja. Manchmal frage ich mich auch, ob die einfach gesoffen haben. Ja. Gebt euch ab, Alter! Ja, oh, da führt einfach MK4 lang, Alter. Da kann ich MK4 lang legen, geil. Hat nicht eine ungültige Form. Wo ist es? Was ist da? Was ist denn hier eine ungültige Form? Reinig. Die ist doch behindert, Alter. Ein Stahlbeton fehlt mir. GG. Warum ist es eine ungültige Form? Das ist einfach ein S. Das ist ein. Ihr kleinen Weirdos, Alter, wirklich. Keiner mag uns. Meine Fresse, ist es. Eben konnte ich es doch hier blazen. Eben konnte ich es doch hier. Hä? Es macht halt schwer null Sinn. Wie viel wird abgeleitet? Wir brauchen denn die Kohlekraftwerke, hä? Alles? Nein, das ist die Mine. Mittlerer Abgang. Aber rechts. Überschuss Mitte. Okay. Gut. Kunststoff. Verlegen. Ah, das ist Überschuss. Ups. Ups. Falsch natürlich gestanden. Links, Überschuss. Alles andere. Ja. Kunststoff. Das sind die hässlichen unreinen Quellen. Oh Gott. Oh, endlich was zum Essen. Oh mein Gott, ich kann das nicht direkt hier ranführen, weil der ja nur, weil er dann so, oh mein Gott, vielleicht der Kunststoff reinziehen. Definitiv ist die Förderbandkurve da zu eng, sehe ich genauso. Hey, das kommt nicht in Frage, das sieht kacke aus. Na, von der Kacke in das kriegt das nicht besser hin, oder? Und wenn ich das hier hätte, das wird ja nicht besser. Wenn ich das direkt da hinten runterführe, dann wird es besser halt, ne? Das ist nicht besser, ne? Genau, ist jetzt zufällig eine Schnecke in der Nähe, bitte. Nein, natürlich nicht. GG. Ach so, na klar. Erst ist sie blau, dann wird's rot. Falsch gedreht.
81 Kunststoff im Inventar, das kann nicht schaden, so viel Kunststoff, das ist alles gut. Musst du mich schreddern jetzt bei der überflüssigen Kunststoff und mitgeschreddert jetzt, ne? Mach das. Ich finde, wie viel oben sich da gepuffert hat, wahrscheinlich stand die Maschine schon leer. War schon, sehr schon leer, genau. Das ist natürlich einfach zu sagen, man macht einen programmierbaren Split dahin und sagt Kunststoff dahin. Und alles an. Überschuss. Da auch da lang, aber das macht. Das wäre übelst teuer. Ey, wann aktualisiert sich denn da Mist endlich, ey? Wie viel dauert das? So 30 Sekunden. Eine Minute oder so, ja, 30 Sekunden. Was kommt da? Kommt irgendwie schnell. Als ob der Container schon voll ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt aktualisiert. Jo. Wie viel hat denn Steven? Wir haben einfach 33.000 Punkte pro Minute, ne? Ja, das bringt aber nicht mehr so viel. Na doch, doch. Das ist nicht schlecht. Bei 160.000 pro Ticket ist es schon nicht schlecht. Kriegst du ein paar Minuten das Ticket voll. Das ist. Ja. Ey! Wenn wir das kontinuierlich hätten, wäre das halt auch was zum ganz anderen Hausnummer, Alter. Dann würde es auf jeden Fall was bringen. Ich wünschte, wir könnten irgendwie super Treibstoff machen und da könnte man noch schneller, noch stärker mit dem Jetpack boosten oder sowas. Das war richtig lustig. So stärker. Stärke halt. Das ist schon stark. Ja, aber noch besser. Oder keine Ahnung, man kann halt schneller mit dem Jetpack, kann beschleunigen mit dem Jetpack. Das wäre halt ganz cool, ja. Nach vorne beschleunigen oder was? Ja. Naja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber. Ich verstehe schon, dass du es nicht wichtig findest. Das war mir schon fast klar, aber ich finde das schon ziemlich cool. Der ist leer, der Container. Das war gut, das war ziemlich klar. Ich frag mal nicht, wie ich mich auf den Förderbändern schneller als die Items bewege, ohne mich zu bewegen. Ja, Hex. Jesus, Alter. Okay, relativ gut gepuffert, würde ich sagen. Boah, was ist da gerade Container da? Die puffern. Also MK4 mal entgegen zu laufen hat absolut keinen Sinn, ja? Auch mit Springen und alles. Na, mit Springen so, versuchen über die Fließbandstrecke zu laufen. Das ist. Also, das ist halt. Das ist absolut toxic. Warum staut sich das hier? Ist hier irgendwo ein MK3 über? Oh, kurz gucken, auf Bildschirm, geht das verbraucht? Okay, das geht so schnell verbraucht. Hm. Hier ist ein MK3 inzwischen. Oh mein Gott. Ob man das schnell mal einfach gedrückt hält. Ah, füllt gleich über wahrscheinlich weniger Treibstoff. Wie man nicht an Leitern springen kann, das ist eklig. Wie? Springen? Na, wie kann man Jetpack nicht reinfliegen? Doch. Nein. Ein Treibstoffdefizit? Was? Nein, was? Okay, dann gönn ich halt einfach, ja. Dann gönn ich halt. Ach jo, jetzt baut sich die Kohle langsam. Pro 60. Warte mal. 60 pro Minute. 90 pro Minute. Ja, 60. Jetzt hätte ich gar nicht puffern dürfen. Ja, what the fuck. Hat der jetzt im Output noch was drin hier? Puffert? Es macht halt keinen. Es macht halt keinen Sinn. Er sagt, er braucht
60 pro Minute gibt er aus und 60 pro Minute verbraucht die andere Anlage, aber er puffert den ganzen Kanister voll. Hä? Ich flieg gerade zum Weltraumlift. Glaubst du, wir brauchen jetzt noch Sachen? Wenn die für Items hat? Ne, warte mal. Weltraumlift? Natürlich. Obwohl, weiß ich nicht. Wir haben ja alle Dings theoretisch frei. Na, irgendwas muss danach noch kommen, oder nicht? Was soll jetzt danach noch kommen? Weiß ich nicht. Wir haben was durchgespielt. Oh, wir brauchen nichts. Und was denn durchgespielt? Ja. Da fehlt mir irgendwie das Ziel, was ich da mache. Ist halt Early Access. Deswegen. Wie kann man denn hier 2000 Stunden verbringen? Meine, wir, mich auch ich meine, sie haben es sehr schön gebaut, ne? Aber... Naja, also man könnte alles optimieren. Ja, du hast nicht schön gebaut, okay, aber wir haben schon... Das habe ich doch gar nicht gesagt mit dem schönen Bauen. Ich hab gedacht, die haben schön gesagt mit optimieren. Aber Effizienz oder was? Nein, damit es einfach... Ja, effizienter läuft, ja. Ja, aber das haben wir einfach halt... Das, ich weiß ja nichts. Ja, es, irgendwie funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht, aber kann das ich ja die Maschine hier abreißen, Alter. Die brauche ich ja dann nicht mehr herstellen. Ja, es war alles abgerissen, wenn dann ein neues Update kommt. Es soll einfach ein neues Season 4 kommen. Ja, mag ja sein, bloß willst du jetzt die schweren Rahmen haben oder nicht? Ja, die machen wir noch nebenbei, oder nicht? Ja, aber nur zur Hälfte. Die andere Hälfte geht ja in diesen Fabrikator oder diese adaptive Steuereinheit her. Ja, den Schmutz kannst du weglassen. Ja, ja, das macht Sinn. Ja, siehst du? Ich dachte, das wollte jetzt sowas stoppen wie Computer und Supercomputer und sowas. Doch so, hä? Das ist ja absolut unwichtig. Das steht ja gar nicht damit hinzu. Ja klar, du kannst automatisch verkabeln und Dreck kannst du stoppen, na klar. Naja. Nehme ich die alle raus. Der kann ja weiter produzieren, ist ja wichtig. Die auch noch boosten, die Enten. Doof. Das andere Ding da hinten kann ja auch raus, oder? Nö, da kann er ruhig weiter produzieren, oder? Was braucht ihr für Sachen? Oder kann weiter produzieren? Stech einen Schredder hinten ran. So. Wo ist denn den Strom aus? Ah, Mist. Aber die füllen den, glaube ich, langsam wieder auf. Hm. 60, 60. 120 pro Minute machen die. 120? Aber warum müssen wir das hier ein Defizit kriegen, also? 60 pro Minute. So, rein da. Mal gucken, wie viele Punkte wir jetzt 120 bekommen. Für Treibstoff stellen mit der anderen, ja. Was kann das jetzt? Adaptive Steuerung und sowas oder was? Diese modularen Motor. Aber die nicht mehr brauchen oder was? Gerade nicht, deswegen. Ich sag so locker 500.000 Punkte oder sowas. Die werden gerade alle, ich glaube, 300 Stück geschreddert. Werden locker 500.000 Punkte, würde ich sagen, fast. Mal gucken, was das für ein Peak wird. 40. Oh, Junge. Ja, Mann. Erstes Ticket fertig? Ah ja. Zweites Ticket ist fertig? 40. Drittes Ticket fertig? 80, 120, 240. Ja, das müsste irgendwie... Hi. Wait a minute. Ah, okay, nicht verpasst. Kannst du mal das ganze Öl zeigen? Please, mit den Ölsachen. Das ganze Öl zeigen. Ja klar, kann ich machen. Warte kurz, ich will kurz gucken, wie viele Dings du gemacht hast, wie viele Punkte mit den Schreddern, von adaptiven Motoren. Spielst du auch Satisfactory, brauchst Hilfe oder was? Oder wie kann ich dir helfen? Ich weiß in welche Richtung, was ich erklären muss oder was ich zeigen soll oder so. Sieht man den auf dem Peak? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, den siehst du auf jeden Fall. Ich will den mal. Nicht, dass er schon raus ist aus der Time. Dann guck dir mal deinen kleinen, winzigen Dreck da an, Alter. Winzigen Dreck am Arsch, Alter. Wenn du meinst. Ja, der bisschen Scheiß-Peak, der 1,6 Millionen Schmutz, Alter, nichts wert, ja. Mann, Alter, 1,6 Millionen! Hält's ab, Alter. Das ist halt schon nichts, ja. Hat übelst viel. Es könnte sogar noch mehr werden, weil das. Oh nee, das war alles, okay. Ich staune halt einfach, ne, weil.
Das ist halt schon krank viel, ne? Den Atomabfall, ich denke mal, der wird nicht so viel bringen, oder? An Cash? Wahrscheinlich nicht. Punkte. Nee, aber schreddern trotzdem. Ja, natürlich, was sollen wir jetzt damit machen, halt, ne? Aufheben, in Kisten packen und durch die ganze Basis führen lassen? Klingt nach einer guten Idee. Ich führe das aber nur zu deinen Anlagen halt immerhin, ja? Und schmeiß aber so in die Kohlekiste rein und mal so ab und zu mal ins Deck, dass du dich immer denkst, hä? Warum geht der Ofen jetzt nicht mehr? Und dann gehst du hin, hier Strahlung. Das wäre jetzt so richtig assi, ja? Alter. Das fällt dich auf, wenn ich so einen Anzug anhabe, dann ist sowieso. Ja, nee, hast du, aber das bringt dir nichts, wenn du nicht den Jodfilter drauf drin hast. Und dafür musst du halt Maske aufsetzen und dafür musst du halt kein Jetpack nutzen. Also am Arsch, ja? Komm, setz ich den Anzug rein in den Bodyslot oder setz ich die Filter da rein? Nein, in den Bodyslot. Die Filter werden ja verwendet wie bei den anderen. Einfach so rausgezogen. Ja, aber die Maske muss ich ja auch irgendwo reinziehen. Musst du? Na, wenn ich. Na, was für eine Maske? Das ist keine Maske. Aber es gibt doch den Jodfilter dazu. Ja, der ist ja für den Anzug. Ach, aber man schraubt an den Anzug den Filter ran. Naja. Legit auf jeden Fall. Ja, Robin der Gamer, 123, ja? Du musst bitte antworten, sonst kommen wir nicht weiter, ja? Was glaube ich, beim Öl zeigen? Was ich jetzt erzählst oder brauchst du Hilfe bei einer Ölsache oder was jetzt genau? Ich meine, ich kann jetzt locker eine Stunde übers Öl erzählen gefühlt, ja? Aber dann bringt es ja nichts, wenn ich halt nicht das sage, was du halt wissen willst oder was du brauchst, oder was ich einfach generell einfach so über alles erzähle, wie jetzt, was jetzt. Oder er will vielleicht einfach nur sehen, wie du es gebaut hast. Ja, das ist halt jetzt wichtig zu wissen, weil sonst kriege ich halt jedes kleine Detail, wenn du jetzt genau wissen willst, wie ich das gemacht habe. Das dauert, das zieht sich aber ein bisschen, ne? Ich glaube, einfach einen epileptischen Anfall bekommen, weil er das ganze Zeug gesehen hat, ja. Das nächste, was ich baue, ist ein Bienennetz. Ein, bitte was? Ein Schienennetz. Das hört sich nach einer Menge Stromverbrauch an, Steven. Das schmeckt mir irgendwie nicht so ganz. Und? Du hast nicht zufällig noch 7 Computer bei dir? Ganz schön. Nein! Nee, sag mal echt. Ich will was jetzt denn bauen? Oben, den Dings. Den Meilenstein. Kann ich machen. Ich sehe gerade, wir haben einfach fucking Defizit machen Treibstoff. Immer noch. Ich guck mal kurz, was Kupfer das Problem ist. Ich hab noch. Wo sind die hin? 27 Stück wieder mit. Nee, kannst behalten. Okay, abgehoben. Muss ich halt noch weiter boosten, die Quellen, weil wir noch zu wenig produziert. Das ist halt schon krank, ja. Mehr als Sprit, bitte. Wahrscheinlich geht uns bald, fahren wir da ein Problem mit dem Polymerharz. Machen wir dann einfach neue Anlagen hin. Das hat überall immer 2 Stecker rein. Das kostet halt so viel, das zu boosten. Wait a minute. Ach, warte, 80? 90 geht jetzt pro Minute aus. Gar nicht mehr genug Öl ran. Ah. 90 pro Minute. 120 pro. Oh Gott, okay, wir müssen es boosten. Dann geht da gar nicht genug Öl ran. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein hartes Problem. Hat der dürfte jetzt noch weiter Computer produzieren. Hat er denn nichts gepuffert da? Das Band ist einfach zu langsam, Leute, als ob. Das Band ist einfach zu langsam. Okay, gönn. Ich habe diesen Stream schon locker 300 Jetpack. Nee, ja, 600 Jetpack. Ich auch. Ich glaube, Robin der Gamer ist einfach weg, keinen Bock mehr gehabt, ja. Okay. Robin, merke ich mir, ja. Merke ich mir. Merke ich mir, wenn du was von mir willst. Diese so. Leere, Alter. Ja, ja, merke ich mir. Wie so eine bockige Freundin, merke ich mir. Ist okay. Merkt es dir doch. Ist das jetzt eine Strafe oder was? Hä? Merke ich mir. Okay, mach doch. Es ist eine neue Energieform? Riechst du hier unten Geysir?
Vor allem, ne? Was soll ich sagen? Wir kriegen Atomkraft, aber wir können aber auch noch das machen. Ja, das ist so, hä? Wieso? Ja, wir hätten das eigentlich schon früher machen können, deswegen. Du, Alter. Ich will nur mal sagen, dass hier kein Geysir in der Nähe ist. Falsche Biom. 1400, 1500, ja, wahrscheinlich. Ist doch okay. Oh, noch einer, 1900. Sehe ich die auf der Karte? Oh mein Gott, ich sehe die auf der Karte. Das ist nice. Also ein Geysir habe ich gesehen bis jetzt, die anderen noch nicht. Immer noch, what the fuck. Ah ja, ich wollte schnell Computer rausnehmen, nicht, dass die alle aufgebraucht werden hier. Die Lüfte schon im K4 gemacht, aber nicht. Wie kann nur noch zu viel Dings sein? Ah. Sieht immer noch so kacke aus. Wie kann das denn sein, Alter? Es hat auf Drittel wird, aber trotzdem. Ja, okay, wird schon besser. Einfach 48 Coupons. Nice. Nicht schlecht. Genau. Oh mein Gott, das Polymer hat staut sich. Nein. Das Polymer. Oh mein Gott, wir müssen ein Poly. Oh Gott, wir müssen ein Polymer hat uns heitling. Oh Gott, wir müssen das anstoßen. Ich will ja eigentlich lieber eine Raffinerie mehr bauen, als statt das Steck reinzuschmeißen und zu berusten. Wir haben noch Platz da hinten. Wir können. Oh Gott, ist das alles teuer. Abgefüllter Treibstoff, Alter. Drei Tickets, 100 Stück. Aber es ist das Treibstoff-Mist, der uns wieder hier killt gerade. Weil der jetzt daneben steht noch. Los, halt wirklich so. Jetzt mal wieder schreddern hier. Die Supercomputer brauche ich ja nicht mehr. Die brauchen wir alle noch. So, was brauche ich denn alles für die Bar? 60, 60, müssen wir genau die Pumpe auslassen, aber 20. Ach, wirklich jetzt? Jetzt geht's halt, jetzt geht der ganze Drecker wieder los, ja? Ich lasse genau die Pumpe aus. Warum hat man zweimal eine Frachtplattform? Wofür ist die? Weiß es doch auch nicht. Einmal zum Entladen, einmal zum B-Laden, oder? Kosten genauso viel? Gleiche. Ah nein, für Flüssigkeiten und einmal für ja. Das andere. Ja, für ja, genau. Hundertachtzig Polymer, das machen wir jetzt, aber wir haben jetzt auf 200% geboostet, also müsste eigentlich einmal reichen. Weil vorher hatte auch zwei Stück recht ungeboostet. Ne, müssten wir auch auf doppelte Leistung boosten, ne? Und die haben bis 50% geboostet, das heißt, uns fehlt noch eine. Und hier bauen wir noch einen weiteren. Jo, gönn, Alter. 60 Polymer. What the fuck? 120, 180. Müsste genau aufgehen. Hier hört sich genau die Waage. Was schaltet man jetzt eigentlich frei mit dem Meilenstein? Aluminium. Ja. Und Bauxit, okay. Meine MK3. Schutzanzug. Könnten jetzt schon Atomkraft freischalten. Macht aber halt keinen Sinn, ne? Ne, ich meine, wir hätten die ganzen Ressourcen. Ja, aber wir haben halt die Ressourcen nicht für das Atomkraftwerk. Weil wir da 100.000%ig Aluminium brauchen. Ja, und wahrscheinlich den Schutzanzug. Ja, den, naja, würde vielleicht ohne schaffen mit ganz viel Essen und so und aber. Ich bin gespannt, wo das Uran hier ist. Ich glaube immer noch, dass es im Wasserfall ist. Ich glaube, das ist übel zu weit weg. Vielleicht auf der anderen Seite vielleicht vom Dschungel oder so. Vielleicht auf der anderen Seite vom Dschungel. Mann, wir stellen zu viel Polymerharz her. Das ist doch alles kacke hier schon wieder.
Aber ich muss alles boosten. Ja, daraus kann man gut noch wieder Kunststoff und Gummi machen, ne? Das mag sein, aber das schreddern wir ja sowieso gerade, also. Ja, das bringt mir Punkte, wenn wir es verarbeiten. Nein. Die Sache ist halt, ja stimmt, das wäre das Beste, aber ich meine, das ist halt verschenkt, ne? Ja, eine Lücke, die wir rausholen könnten da. Als ob wir jetzt unser Defizit wieder nicht hier ausbauen, ja? Doch, wir bauen es aus wieder. Aber die jetzt auf 200% übertaktet haben, die drei Teile hier, Alter, wirklich. Jo, Schnippel auch einfach übelst drei durch, Alter. Ist raus, ja, fast am Limit hier, als ob. 80? Und die machen halt alle 80 pro Minute, hat 80, 80 sind 170, 170 plus 80. Gott, was sind 70 plus 80? Jedes Mal, wenn ich zu dieser scheiß Maschine gehe, fehlt der irgendein anderer Dreck. Das ist 250. Kackmaschine, Alter. 80 mal 3. 250, Alter. Ja, gut, guck mal, dass das hier so aussieht. Die müssen halt also krass schnell laufen, damit sie halt irgendwie das ausbaut, das Pufferzeug hier, ne? Wieder. Jetzt ganz bevor es aus war. Verstärkte Platten fehlen dir. Was fehlt dir? Aber wir müssen dann wirklich auf die Atomkraft hochgehen, denn dann ist lange, aber wenn wir den Strom halten wollen, müssen wir wirklich auf die Atomkraft hochgehen. Weil mit den drei Raffinerien, die ich Treibstoff machen, bin ich am Limit, ne? Den dreien, also aus dreien Treibstoff. Ich glaube nicht, dass das Lager hinten baut sich auch ab, aber also ich bin absolut am Limit, glaube ich, dafür. ...30 Eisenstangen die Minute braucht das. So, von der Kanisterauslastung her. Produzierst 30, das heißt, kommt der Puffer noch. Wenn der Puffer noch sich hält, wäre das alles schick, aber ich bezweifle, dass der Puffer sich da hinten hält. Na, ich schieb doch gar nichts mehr nach. Oh, da baut sich richtig krass ab, der Puffer, scheiße. Wir haben ein Treibstoffproblem. Wir erzeugen zu wenig Treibstoff, um sein Energieniveau zu halten. Das ist ja dann nicht so gut. Das hast du vorzüglich erkannt. Ja, ich weiß. Die beste Lösung wäre mal zu sagen, wir nehmen eine Gummiquelle raus, die wir eh alle schreddern und machen da, wir machen halt aus Treibstoff. Dann haben wir das Problem nicht mehr, dass die Fässer zu viel schnell verbraucht werden, die wir erzeugen. Denn, ja. Das wäre die allerbeste Lösung. Sagen wir, macht daraus Treibstoff. Löschen. Ja, löschen. Was ist das denn für ein Schmutz, Alter? Meine Güte, ist egal. Löschen. Wir müssen alles weglöschen. Ein Rohr nochmal hier. Geil. 5, so. Oh. Ja, Robin, der Gamer ist nicht wiedergekommen, ne? Was soll ich dazu sagen? Abgehoben. Das ist unsere 7, die ist genauso, oder? Ja. Ich auch. Also wenn man hier reingeht, fragt und einfach geht, Alter, was ist das für ein Arschloch?
Genau, der wollte einfach nur deine Zeit verschwenden. Alter, vielleicht immer zu schaut als Arschloch, Alter. Oha. Ich habe ihn als Arschloch bezeichnet. Ja, kannst du mir zuständig als Arschloch bezeichnen. Ich finde immer schon Arschloch. Die haben auch Gefühle, Steven. Weiß ich nicht. Vielleicht sind das auch nur Bots. Nee. Die Bots, die CDU angeschrieben haben und sich auf den Artikel 13 aufgeregt haben, das waren Bots, das wissen wir ja alle, ja. Ah, logisch. Ja, das waren alles Gmail-Accounts. Das war nicht daran, weil Gmail die meisten Menschen nutzen. Nein, das liegt einfach daran, weil Google Bots erstellt hat, um den deutschen Politiker zu belagern, dass die Artikel 13 aufheben. So war das nämlich, ja. Hört sich logischer, finde ich. Hört sich lückenlose Argumentationskette. Ich kann gar nicht verstehen, was daran war, warum da drauf geredet haben. Also die da geschrieben haben und einfach komplett weggeredet wurden. So, das A ist alles Bots. Vor allem, Steven, ne, die Sache ist halt. Artikel 13 ist nicht vom Tisch, ne? Das ist halt einfach bloß jetzt gerade die Umsetzungsfrist, das ist ja durchgegangen. Das ist jetzt einfach bloß die Zeit, wo die Unternehmen die Frist haben, das umzusetzen. Also, es wird jetzt nicht besser, ne? Naja. Ah, ja. Die Wichser haben das ja sogar umbenannt, Alter. Artikel 17, stimmt. Ja. Artikel 17. Das war ja das krasseste von allen, Alter. Weil. Ja, einfach umbenennen. Ja, das wird. Doch, das wird schon irgendeinen Grund gehabt, keine Ahnung, vielleicht weil sie andere Beschlüsse nochmal gefasst hatten oder sowas, oder? Ja, it's off. Das werden sie nicht gesagt, oh, wenn jetzt jemand Artikel 17 googelt, dann würde ich so viel schlechte Nachrichten über Artikel 17 finden wie über Artikel 13. Das wird nicht der Grund gewesen sein. Weiß nicht, Alter, was doch. Für Menschen. Erstmal sich eine Wasserquelle boost, obwohl die Wasserquelle muss ich nicht boosten. Da krieg ich angeschlossen, aber. Die Enten boostet den Schmutz. So kriegt man auch die Schnecken halt weg, ne? Mit so einem Dreck, Alter. Den Schmutz wenig boosten. Ich höre das restliche Polymerharz, aber eigentlich will ich das auch liebend gerne, will ich das einfach auch noch nutzen für Ressourcen, ne? You know what I mean? Ja. Ich meine, wir machen damit 40 Kunststoff die Minute, ja? Und 40 Gummi die Minute. 80 plus 120. 200 Polymerharz brauchen wir gerade. Ich hoffe, wir verbrauchen genug, was wir da hinten gerade herstellen. Ich glaube, das reicht schon wieder nicht. Ja, da muss ich wirklich noch neue Raffinerien bauen, weil das wird so alles kacke aussehen mit den Rohren. Und das ist natürlich jetzt, dass ich einen Treibstoff direkt da reingebaut habe, auch Mann, ey. Das ist, weißt du, es ist ein Problem. Treibstoff zu wenig und dann geht's los. Das ist dann ein Limit, dann ist die Ölpipeline hinten ein Limit, dann ist das Polymerharz heute am Limit, dann sind die Rohre am Limit, dann ist dies am Limit, dann ist das am Limit, dann hier bla 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 bla. Ich weiß nicht, ich mir die ganze Zeit mit diesem scheiß verstärkten Rahmen. Das hat genau einen 1:1 Verbrauch, jeder Mist. Das will ich aber nicht, ich will keinen 1:1 Verbrauch haben. Wie das sich abbaut, ich meine, das ist jetzt, es dauert jetzt schon alles, das ist doch. Kann ich eine Raffinerie bauen? Wir bauen einfach einen geothermalen Generator auf sie im Gasier. Der bringt 200 Megawatt, Alter. Wie auf diesen scheiß Förderband jetzt wirklich eine Stange rauf. Benötigst du Stromerzeugung? Keine Ressourcen. Das ist das Allergeilste. Ich renn zum Gasier und baue das Teil hin. Boost ist komplett hoch mit der Schnecke. Wenn man es boosten kann. Wahrscheinlich hängt weiter davon ab, wie rein die Quelle ist wahrscheinlich wieder. Wo ist das Ding überhaupt für die? Muss man da nicht irgendwas raufsetzen? Ah, hier. Ja, also 8 Supercomputer. Ja, aber es bringt 200 Megawatt, Steven, ne? Ja. For free, wir müssen nichts mehr machen dafür. Einfach da. Hast du die Ressourcen da? Ist alles da, ja. Könnte ich denn die haben, dass ich dann nicht in der Hände und mach das schnell? Ja, dann nimm. Hol sie dir. Wait a minute, der baut ab. Also ich habe alles außer die verstärkten Rahmen. Weil? Na, die werden gerade alle gebaut.
Aber wenn die umgecraftet oder was? Ich hab mal gut, ich hab 20 Stück mehr, ich brauche 16. Ich denke, man muss auf eine Quelle muss einen raussetzen können, denke ich mal, ne? Ja. Gucken, wo der nächste Geysir ist. Das ist lächerlich, was da produziert wird. Einer? Wirklich einer? Nein, drei Stück. Boah, Alter. 1000 Meter. Ist es hier jetzt immer noch weiter rückläufig? Ich glaube nicht. Das hält sich gerade ganz die Waage. Weißt du, weil wenn ich dir nämlich sage, ich bin jetzt ein Geysir hin, dann können wir jetzt mal das irgendwie einen Generator runtertakten. Wieder brauchen wir weniger Spritten, haben weniger Probleme hinten jetzt. You know what I mean? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell wieder ein Problem ist. Okay, eins Mal habe ich geschafft ohne Stromprobleme, oder? Den ersten. Da hatten wir schon Stromprobleme, das eben. Naja, Probleme haben wir jetzt nicht mit Strom, würde ich sagen. Naja. Aber das war das letzte Mal im Master reingeguckt, das ist ziemlich knapp. Ja. Ziemlich aber jetzt so, knapp. Strom ausgefallen ist, sag ich jetzt einfach mal. Ja, weil ich halt auch extrem nachgebaut habe und hochgegradet habe die ganze Zeit hinten. Was du an die Mitte gekriegt hast. Weil das halt nicht gemacht hast. Also, ne, ich hab halt, wie gesagt, das ist jetzt 12. Ja, vorher stand 6 da. Und davon sind jetzt irgendwie 6 geboostet, aber schon auch, ja. Also, das ist halt schon nicht ohne, ne. Und ich meine, wir brauchen wirklich fast 300 Kubik Treibstoff halt. Also, irgendwie so 240 brauchen wir, ja. Das ist halt einfach fast das Rohr ausgelassen. Mit Treibstoffmenge, die wir beziehen, hätte ich niemals gedacht, dass wir es auslassen mit Treibstoffbezug, weil die an sich schon wenig brauchen. Aber halt auf riesen Masse. Wenn schon wieder viel brauchen. Sogar mal ein bisschen Stahl entsorgen. Kann ich den Stahlträger entsorgen? Ist alles voll mit Stahlträger. Schreddern oder was? Wieso entsorgen? Ich brauch sie nicht. Ich brauche also mehr Kupfer mit dem für Stromleitung, weil ich da 1000 Meter lang laufe. Dann schreddere ich dir einfach den Schmutz. Wollen wir wegschmeißen, Alter, ein bisschen. Stahlträger bringt richtig Punkte, Alter. Okay. Das bis ins 7, ich habe irgendwie 1700 mit oder so, Alter. Weil ich erst den Förderturm auf MK3 bauen wollte. Ach so. Was für ein Förderturm? Na, die Förderluft. Ach so. Meine Fresse, ey. Du hast Förderturm gesagt, deswegen war ich verwundert. Oh! Jo, die halbe Kiste ist voll, Steven. Nice. Und das ist alles schon nachproduziert, ne? Was? Wie sich mir die ganze Zeit die ganzen Coupons da raussnackt, ey, wirklich. Ey, ist doch egal, oder? Schlimm. Ja genau, wollen wir uns das Auto kaufen und hinfahren? Wenn es nicht teuer ist, wie viele Coupons haben wir? 50? Ja. Stang, Beton und das andere. Wir nehmen nämlich ein bisschen von allem mit. Ist das mit fürs Auto oder was? Nö, wir müssen noch Stromleitung hinlegen. Das nehme ich gerade alles mit. Ja, dann nehmen wir doch beide mit, ist kein Problem. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendeine schöne Ressource. Dann brauchen wir mehr Ressourcen für Strommasten. Ich verstehe. Ich baue Bus. Wollen wir MK2 gleich hinziehen? Ich habe jetzt MK3 mitgenommen. Ich war aber jetzt MK3 1 sehen. Nein, MK2, ja, MK2 ist richtig. Da haben wir Bus Turbo dran einfach nur noch. Ja. Stangenboy noch. Stangen, wo sind Stangen? Und Turbodraht. Und Kabel. Wir brauchen richtig viel Kabel, Steven. Ja, Kabel könnte, glaube ich, ein Problem werden. Und locker. Ich hab die Produktion gestoppt. Endlich nicht. Und locker irgendwie so 300 Kabel oder so, wir locker brauchen, denke ich mal, ne? Oder ist das Band voll? Ne, das Band ist nicht voll. Hä, wo gehen denn ganz Kabel hin?
Ja, der verbraucht. Du weißt ja, bestimmt brauchen 120 oder sowas. Nein, die habe ich ausgeschaltet. Ach stimmt, weil das ja nicht mehr gebraucht für die Teile, ne? In die hin? Sehr gute Frage. Werden die nochmal abgezweigt? Nee, die werden nicht mehr abgezweigt. Die gehen da jetzt einfach rein. Dann ist Schluss. Hm. Jo, Alter, wie das fast voll ist, die automatische Verkabelung. Naja, wenn die voll ist, dann produziert die ja nicht weiter. Oh, wow, wirklich. Wo ist denn das? Der braucht, wow. 10, der braucht 10 versteckte Platten. Wie crappy der einfach aussieht. Ist das wirklich Model X? Ja, sie haben sogar die Risse in die Scheiben reingemacht. Oh mein Gott, wirklich? Nicht mal in Model X. Ich habe sogar die Risse in die Fahrerscheiben reingemacht. Verstehst du das? Warum? Ja, ja. Haben die da nicht irgendwie schusssicher? Die wollten zeigen, dass ihre Scheiben kugelsicher sind und haben sie halt mit so einer riesen fetten Stahlkugel, so groß wie eine Bullkugel, gegengeschmissen oder so. Und dann ist sie halt nicht kaputt gegangen, ja? Ja, das war halt los. Oder sie wollten sie kaputt machen oder so, oder irgendwie? Kann ich da auch rein? Oh ne, bereits voll, schade. Oder? Er fährt das nicht. Ja, du musst den Treibstoff reinpacken. Ich nehme Jetpack-Treibstoff. Hast du jetzt mittlerweile hier was hingebaut oder nicht? Wo denn? Na, Treibstoff in die Base. Ja, natürlich. Wo denn? Nein, die Räder sind viereckig, ihr kleinen Hurensöhne! Danke, dass du mich umfährst. Guck mal, wie lange die Karre fährt! Ist das euer Ernst? Was hast du reingepackt für Treibstoff? Jetpack-Treibstoff? Ich fahre einfach dahin, wo es neuen Treibstoff gibt, ja? Ja, wo ist denn der Treibstoff? Mann, da wo ich mit dem Auto davor stehe! Hier. Da wo diese Riesenkette mit dem gelben Treibstoffkanister lang geht. Wunderschön. Wie viel Treibstoff wir mitnehmen, ist die Frage. Scheiße, hä? Kann man die Autos nicht abbauen? Anscheinend nicht. Hä? Ich kann die Autos nicht abbauen. Wie hast du denn gebaut davon? Von welche Autos? Oh, sorry. Ist das euch Damage eigentlich? Nee. Hier, wo ich stehe, sind ja Autos bei dir. Nö. Das ist 20 ist der Maximalspeed. Das brauchst du aber nicht losfahren. Das ist einfach ein Troll einfach. Das ist einfach ein fucking Troll. Oh, ich hab keinen Treibstoff. Ne? Alter, die mit den scheiß viereckigen Reifen. Ihr könnt jetzt wohl wieder veräppeln, oder? Der Bus richtig lustig, man. Das hieß doch absolut unzerstörbar, weil einfach halt. Oh, die hat kugelsichere Scheiben, guckt euch an, das ist unser neuer Tesla. Das ist nicht deren Ernst, Alter, wirklich. Und ja, dann, der fährt sich doch voll nice, Alter. Der zieht Treibstoff für nichts, Steven, Alter. 20, Alter, fährt der kleine Karre schneller. Naja, sobald du es anfährst, nicht. Ja, die wackelt ja auch hin und her wie ein... Das ist richtig. Was? Dann nehme ich meinen kleinen Autoscooter und fahre damit. Hast du den Buggy schon gebaut? Was für ein Buggy? Den Explorer Buggy. Nö. Hast du den gebaut? Signalator brauchen wir dafür. Ja, ich baue schnell welche. Ja, das wäre gut. Wir brauchen halt irgendwie... Vor allem das Ding können wir zu zweit fahren, ne? Ah, wir müssen aber auch in einem Riesenteil haben, wir vier Items craften müssen, ne? Nicht? Was? Müssen wir den Signalator nicht in diesem riesen Anlage craften, weil du vier Items vercraften musst dazu? Na, ich hab's ja jetzt schon fertig, die 15 Stück. Oh, als ob. Wir brauchen noch 5 Quarz-Oszillatoren, 5 versteckte Rahmen und 5 Motoren, ich guck uns aufs Klo. Alles klar, er lässt mich wieder alles machen. Was für ein Hurensohn, ich bring dich um nachher.
I'm back, Steve, was ist? Hast du alles für die Ressourcen für den Geysir-Ding? Ich habe auf jeden Fall nicht genug verstärkte Rahmen, ne? Ja, die hole ich ja gerade 30. Supercomputer fehlt und Highspeed-Anschlüsse fehlen. Ja, ist alles bei dir. Supercomputer habe ich 25. Wo liegen die heulen Highspeed-Anschlüsse? Irgendwo hinter dir. Die hast du doch hier rausgeführt und hergestellt. Wo hast du die hingeführt? Da wo die, das waren die KI-Begrenzer, die du hergestellt hast, das eben. What the fuck? Warum hast du die nicht nochmal? Ja, willst du keine Supercomputer haben? Das ist ja alles neu. Oh, jetzt habe ich genug Ressourcen. Steig ein, du bist der Fahrer. Dann machen wir im nächsten Stream, oder? Oder so. Braucht er keinen Tank? So. Wo? Oh. Da. Ich denke, wir müssen eine Menge Sprit mitnehmen, oder? 1000 Meter fahren wollen? Weiß ich nicht. Let's go. Ich dachte, wir würden sich reinsetzen. Geht nicht. Okay, der hat 50. Ich gucke nach Spritverbrauch, aber. Oh, da ist schon zwei Kanister weg, Steven, ne? Ey, bist ja dreimal so schnell, ist ja logisch. Es geht aber, ich glaube, es soll ein Entkommen, ja, machen wir nächstes Mal dann aber. Eine ziemlich coole Kiste. Da können wir natürlich auch den Treibstoff verbraucht, ja, den man für Jetpacks gemacht hat. Wir bauen einfach so einen LKW. Ja, aber der hat überhaupt gar keinen Treibstoff braucht, ja. Naja. Der muss ich das nächste upgraden, okay, da krieg ich Plug, Alter, wirklich. Einfach. Na, weil denn halt, dann brauchen wir so viel Treibstoff, dann müssen wir mehr Kanister abpacken, dann müssen wir die Kanisterpackung beschleunigen, dann fehlt wahrscheinlich wieder irgendwas anderes, genug nicht genug Treibstoff, dann muss ich da wieder irgendwas machen, was denn? Als ob der so viel Treibstoff schlug. Das ist ein fucking LKW, er wird nicht einen Liter auf 100 Kilometer ziehen. Komm, probieren wir aus. Wir bauen jetzt keinen LKW hin, Alter. Du nicht. Warum? Kann jetzt bauen, ich baue den jetzt. Ja, wenn du noch Ressourcen mit hast, dann ja, aber sonst extra deswegen nochmal umzurennen wegen Ressourcen macht keinen Sinn. Tag mal den Scheiß. Ja, betreten ist bereits Feuer, leck mit am Arsch. Was war? Und? Wie viele sind schon weg? Null. Ja, wenn man auch so kacke fährt wie du, ist klar, ne? Immer noch null. Ja, wenn du was gegen die Wand fährst, ist klar, Steve, reagieren sie nicht mal. Bewegt mich zwar bei mir, aber. Okay. Du fährst die Folge des Seaspringer Zeit, Steven. Ich fahr durch die Wüste gerade. Du bist absolut nicht in der Wüste, Steven. Du bist absolut. Hast du wieder alle zahllos oder was? Ich will nur sagen, dass ich gerade in der Luft schwebe. Oh. Was ist passiert? Du fährst seit 20 Minuten hier gegen, Alter! Irgendwie ja nicht, weil ich ja was anderes gesehen habe. Aber ja, aber dein Spiel zittert nicht, wie du siehst. Du fährst mal uns über Auto rüber, geil. Ist übrigens übel geil, wie das einfach leckt des Todes. Ich kann nicht lenken. Ja, warum fährst du auch? Ja, Alter, ich werde alle 5 Meter zurückgeleckt. Geil. Wie viel Treibstoff verbrauchst du? Bis jetzt 6 Stück. Geht. Wo fährst du jetzt hin? Bewege ich mich noch bei dir? Ja, du fährst mit durch die Wüste hier. Hab ich mich gedreht? Ja. Okay. Oh, das Essen. Ey, bleib stehen! Nur runter. Wie einfach voll. Springen kann. Ich hab, bleib doch bitte stehen! Ich stehe wieder an der Basis jetzt. Alter, so ein. Mein Sprit erstmal geklaut hier, dankeschön. Direkt klauen kann ich auch, ja. Ja, fahr du mal. Nee. Ja. Warte, nächsten Stream. Ja, nächsten Stream mit dem LKW gefahren, dann schau ich rein. Oh, ich hab meinen LKW-Führerschein. Genauso wird Titel ziemlich sein. Aber dem. Naja, wahrscheinlich wird der Titel nicht so sein. Weil ich bis dann wieder vergessen. Ich denke mir so, ah, das ist ein guter Titel. Dann, Oh, wir haben heute Mittwoch, ne?
Ja. Der nächste Stream ist nicht Freitag, der nächste Stream ist auch nicht Samstag, vielleicht Sonntag, ja? Ich bin nicht da am Wochenende. Oh, ah. Treppschuss ist ja voll. Ja, ich weiß, sad und so, aber ist so, ja, kann man nicht ändern. Leider. Bin ich da. Stimmt, da geht's ja erst am Sonntag weiter. Oh. Bist du aufgeregt, Steven? Nö. Ich auch nicht. Kann ich endlich mal ausschlafen? Endlich mal? Was soll das denn heißen? Ja, du hältst mich mal ewig wach. Ich bin genauso lange wach wie du, also ich kann auch nicht ausschlafen, ich muss arbeiten. Ja, ich auch nicht, ich muss auch arbeiten. Das ist keine Arbeit, Steven. Was? Das ist keine Arbeit, Solitär spielen. Ja, na klar. Das ist keine Arbeit. Kriegst du dafür Geld? Nö. Ja? Nö. Wenn ich da nicht hingehe, bekomme ich kein Geld. Bekommst du weniger Geld? Du bekommst weniger Geld. Naja. Bekommst du Gehaltserhöhung, wenn du gute Leistung hast? Nö. Kriegst du Urlaubstage im Jahr? Nö. Ja, du kriegst Urlaubstage, genau. Bis zu 20 Stück. Das macht absolut gar keinen Sinn. Ich muss nicht mit dir diskutieren, du verstehst das nicht. Okay, ich habe noch mehr Beispiele, kein Ding. Könnt ihr Betriebsrat gründen? Stimmt. Na, garantiert nicht. Auch 100, garantiert 100.000%ig nicht. Kannst du kündigen, wenn du keine Lust auf den Job hast, ja? Kannst du nämlich auch nicht, weil er einfach halt keine Argumente mehr hat, der Scheiß Asi, ja? Und redet mir einfach dazwischen und auch, was einfach mehr Recht hat, aber es zählt nicht, weil ich kann für lauter dazwischen reden als Steven. Nee. Ich weiß nicht, dass ihr jetzt Steven ist wieder kritikunfähig, deswegen beenden wir den Stream wegen Kritikunfähigkeit von Steven. Dafür versuche ich wenigstens auf den Hyperlift raufzukommen, gegen Steven, der Kacknob, ja? Ja, geh erstmal arbeiten. Easy, auf den Weltraumlift drauf, easy Kacknob. Wie sie einfach. Oh mein fucking Gott, die haben einfach eine riesen unsichtbare Wand darum gezogen, den Scheiß. Das ist deren Ernst? Also wirklich riesig, ne? Ja, ist erhöht. Kritikunfähig. Dein Maul, Alter. Kritikunfähig. Kannst du nicht mal einen LKW fahren? Das ist das leichteste der Welt, Alter. Das kennt jeder. Wir haben auf dem Mars O-Hard Mode. Was? Keine Ahnung, was du für Titel hast, Alter. Ich meine Titel, was für ein Titel denn bitte? Ein neues Video. Hä? Genau, was du da geraucht hast, Steven. Anscheinend wäre das Falsche, ja. Hätten wir jetzt wieder nachgucken, ist das Titel wieder. Hätten wir nicht nachgucken, ist das Titel wieder richtig? Hä? Ja, wenn du bist irgendwelche ein Shitler, aber so. Also jetzt, wir sehen uns am. Sonntag wieder. Hoffe ich um 15 Uhr, wenn nicht, dann nicht. Tut mir leid, aber ansonsten klappen wir schon Abend und lasst gern ein Follow da. Und wenn ihr auf YouTube seid, klickt auf den ersten Link der Videobeschreibung und kommt zu einem Twitch-Kanal und Steve ist einfach kritikunfähig. Tschüss, ne? Kritikunfähig! Steve ist kritikunfähig! Bleib scheiße. Kritikunfähig!